Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ich hatte ja Nierenstein in Kassel. Also ich hatte die Nierenstein und war in Kassel. Was ist das für eine Ausgabe? Du kannst doch nicht, wenn ich Cola trinke, hast du eigentlich... Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Und dann sag ich so, zieh dir das doch nicht so in die Ritze. Oh, hallo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wemser und Wemserinnen hier bei Streiter Bender Streberg. Nummer wie viel? 106. 106. Gary, du siehst super aus heute. Ja, danke. Steht dir gut die Farbe? Ja, ja, klasse. So ein bisschen. Das ist ja auch von unserem Sponsor. Ach nein, wirklich? Ja. Von dem Sponsor? Ja, von dem Sponsor. Nicht schlecht. Aber Nee, ist einer der geilsten Hoodies tatsächlich. Also ohne Werbung zu machen, aber doch eigentlich. Doch, eigentlich ist es Werbung. Aber ja. Ja, aber okay. Was ist das? Bordeaux-Rot, ne? Bordeaux-Rot. Total. Ja. Das ist jetzt muss so man eine, ein gewisses... so eine Farbe. Bitte? Das ist eine Farbe, die ich so für mich entdeckt habe. Mhm. Im Farbmalkasten oder wo? Nee, einfach, ich mag die Farbe total. Ja. Ja. Muss man dann ein gewisses Alter. Was sagst du denn zu unserer neuen Tischdecke? Das ist tatsächlich, ja. Das ist eigentlich die alte, aber in neu, ne? Okay. Also jetzt ganz quasi, das ist so. Ja, für Leute, die uns nicht sehen, die fragen sich wieder, warum reden die über die Tischdecke? Aber es ist natürlich... Genau. Wir haben jetzt eine komplette, weil wir können das Geheimnis ja jetzt lüften. Das, was wir vorher hatten, war ja eigentlich nur ein Badetuch. Das war ein Badetuch tatsächlich, ja. Und zwar mit dem Teppichmuster von... The Shining, Overlook von dem Hotel. Teppich. Genau, weil einige haben sich, einzelne haben sich beschwert, dass das Muster ihnen doch sehr auf die Netzhaut geht, aber es ist nun mal halt das Muster, nicht wahr? Sozusagen. So, wir haben viel zu besprechen. Wir reden auch über The Last of Us, über die komplette Staffel, aber erst gegen Ende, damit die Leute, die uns auch nur hören, sagen können, okay, das Ende schenke ich mir aufgrund von Spoileritis. Ja. Nicht wahr? Und worüber wir leider auch nicht reden können, ist der vierte Teil von John Wick, weil ich mal annehme, dass ihr den auch nicht gesehen habt. Läuft der schon? Der läuft seit gestern Nacht. Ich hatte tatsächlich seit heute, also um 0 Uhr. Er kriegt gute Kritiken, aber wir müssen, wir reden drüber, wenn wir ihn gesehen haben. Es ist jetzt nicht, oder ist es ein Film, auf den man jetzt so gewartet hat? Den will ich unbedingt sehen. Ja, ich auch. Das ist der Hauptfilm. Ich bin so müde von den anderen Filmen. Ich möchte den gerne sehen. Ja. Von den anderen John Wick Filmen? Nee. Von anderen Filmen? Wakanda Forever? Hast du gesehen? Warum tust du dir? Umsonst genug? Weil er war mir jetzt umsonst. Auf Disney war er mir jetzt umsonst genug. Und das ist wirklich. Oh, wow, wow. Ich habe die Oscar-Verleihung gesehen, wie Angela Bassett. Also sauer guckte, weil Dingenskirchen den Oscar kriegte für Hotdog-Finger-Film. Ja, der Hotdog-Film. Jamie Lee Curtis. Wie Jamie Lee Curtis sich gefreut hat und wie verbissen sie geguckt hat. Und da muss ich mich leider mal fragen, Frau Bassett, was haben Sie denn geleistet konkret in diesem Greenscreen-Film Wakanda Forever? Ja, das ist sie jetzt ist die ganze Zeit entweder wütend oder angepisst oder zornig oder besorgt. Das war für Angela Bassett überhaupt keine, die kann ja alles. Das hat die alles aus dem Gelenk gemacht. Wieso hat sie einen Oscar dafür erwartet, einfach das mal so gut wegzuspielen. Diese sehr beschränkte Art dessen, was da von ihr erwartet wird in tollen Kostümen. Das war, erstmal ist der Film nix. Also macht da 5000 Fässer auf und keins wieder zu. Und dann, was war denn das für eine schauspielerische Leistung? So, das war das stabil, größte, wie sie es immer macht. Ja, ich höre mich nicht. Wieso hörst du dich nicht? Wir können mal eben die Technik. Der Gary hört sich nicht auf dem Kopfhörer. Ich höre durch den Kopfhörer nichts. Hallo? Haben wir jetzt? Haben wir eine Verbindung? Jetzt höre ich. Aber ich höre sie nicht. So, wo wir bei den Oscars waren. Nee, warte mal. Darf ich noch mal ganz kurz was? Weil sonst vergesse ich es nämlich. Ja. Und das will ich nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass nach einer über 20-monatigen Pause
ich mit meinem lieben Kollegen Roland Heep wieder unseren Viele Wege führen nach Om Podcast ins Leben gerufen haben. Und wir haben die erste neue Folge gibt es schon. Die nächsten sind so gut wie im Kasten. Wir haben ein super Interview gemacht zum Thema Sekten mit einer Aussteigerin von Zeugen Jehovas. Das haben wir ein bisschen nach hinten geschoben aus Gründen. Aus Gründen, ja. Und aber die wird jetzt demnächst gesendet. Und ja, Viele Wege führen nach Om überall da. Wo es Podcasts mit gibt. Gary Streberg und Roland Hepp. Ansonsten waren die Oscars ja eigentlich doch was sehr, sehr Erfreuliches diesmal. Ja, ja. Moderation war super, super Gags auch. Thorsten war begeistert. I'll ich run, hubba, hubba, hubba. Ich war ganz begeistert, bis auf dieses Cocaine-Bär. Das war sehr, sehr Sketch, der war so ein bisschen. Aber ich habe wieder kein Auge zugekriegt und es passte dann genau. Und ja, wollte irgendwelche Süßigkeiten morgens um 3 und dann lief die Oscar-Verleihung. Und ich war davon ganz angetan. Ich werde mich nie dran gewöhnen, dass zwei Leute, zwei gestandene Schauspieler so ein Sketch aufführen zur Anmoderation. Ja. Hey, was machst du denn hier? Schicke Jacke. Tolles Hautbild, so das Ding. Also, ja, ja, ja. Aber an sich war das eine ganz tolle. Das ist mehr so bei den Emmys oder so, bei den Golden Globes ist das eher so, da ist die Atmosphäre auch viel lockerer. Ja, ja. Kennt ihr das, wenn Steve Carell und Kristen Wiig besten Animationsfilm präsentieren bei den Emmys? Nee. Oder ist es bei den Golden Globes? Oh, das müsst ihr gucken. Das ist so lustig. Das kann man im Netz gucken. Mhm. Das ist so. Naja, das ist einfach diese Erwartung, die da in diesem Auditorium ist, ist einfach. Und aber ich finde, Kimmel hat das super gemacht. Kimmel hat das komplett super gemacht. Ja, fand ich auch. Genau. Also da habe ich auch nichts Negatives gehört. Ich habe es nicht live geguckt. Will Smith-Witze auch, muss man sagen. Ja, ja, genau. Wenn wieder sowas passiert, macht einfach das, was ihr im letzten Jahr gemacht habt. Gar nichts. Bleibt einfach sitzen. Macht gar nichts. Das war richtig gut. Ja, aber denkt ihr eigentlich, dass Will Smith sich da wirklich auf Dauer was wirklich kaputt gemacht hat, karrieretechnisch? Ja, oder hast du ihn gesehen? Naja, also ist das Minimum, dass du, wenn du irgendwie vor Jahr davor einen Oscar kriegst, dass man dich dann auch gerne mal einlädt. Aber das für 10 Jahre ist so ein harter Stiefel. Naja, er wird immer der Mann bleiben, der. Naja. Naja, er wird keinen Oscar mehr kriegen, egal wie sehr er sich abstrampelt, weil wenn er nicht zur Verleihung kann, was wollen sie machen? Eine Schalte über Skype? Ja, ja. So, genau. Also, über Zoom. Ja, und das ist schon, FaceTime. Das ist schon echte Strafe, aber es gibt ja auch kaum, also gar keine Entschuldigung für körperliche Gewalt. Nee, überhaupt nicht. Schon gar nicht, auf so eine peinliche Art, aber auch eigentlich gar nicht. Also eigentlich nicht. Nee. So. Nee, das war schon. Aber ansonsten war es natürlich ein großes Fest für Everything Everywhere All at Once. Ja, ein Triumph, würde ich mal sagen. Ein Film, also von 11 Nominierungen 7. Auch das ein Film, den ich ja ohne dich gar nicht gesehen hätte, weil du mich ja nochmal drauf gebrieft hast, dass man den wirklich im Kino sehen muss. Und der auch nicht für jedermann ist. Und weißt ist du, so, naja, ich hab keinen Zugang gefunden. Aber das lag vielleicht daran, weil ich den einfach auf dem iPad im Auto geguckt habe. Naja. Bei 220 Stunden. Und ich habe den ja gekauft. Ich kann ihn ja jederzeit wieder sehen. Vor allen Dingen musst du ihn wirklich am Stück sehen. Er ist, nicht zwischendurch. Ja, ja, nee, weil sonst verlierst du da komplett den Dings. Also ich habe mich für alle sehr gefreut. Ich habe nach 20 Minuten komplett den Faden verloren. Komplett. Naja, das glaube ich ging also dir nicht allein. Also schon in der Fahrt, ohne dass ich ihn unterbrochen habe, komplett den Faden aber verloren. Aber es ging ja, glaube ich, nicht alleine so. Aber wenn du dran geblieben wärst, hättest du ihn vielleicht wiedergefunden. Das ist ja das Naturell dieses Films. Ja, aber ich bin ein älterer Herr. Dieses auf, wenn du dran geblieben wärst, hättest du ihn vielleicht wiedergefunden, das toucht mich nicht genug. Ja, ja. Nee, also ich gönne das den Daniels, ich gönne das jedem, der da den Oscar gekriegt hat. Ich gönne das besonders Ki-Yong Kwan. Dem gönne ich das. Er weiß den Namen. Aber es ist erstaunlich. Ich hätte Judd Hirsch wirklich gegönnt auch. Ja. Im hohen Alter, auch mit der Rolle, die er da hingelegt hat. Fablemans. Aber das war vielleicht tatsächlich doch ein bisschen zu wenig. Aber hier war es nicht, aber es ist, ich finde, man sagt immer, sie haben verloren bei den. Seth Rogen hat es ja so wunderschön erzählt bei Jimmy Kimmel. Er saß da und mit Spielberg und allen hat er gesagt, sie haben den jüdischsten Film aller Zeiten gemacht und verlieren gegen die scheiß Deutschen. Das fand ich sehr großartig. Ja. Aber eben allein die Nominierung ist ja schon eine Wertschätzung. Eine Ausschätzung. Ja, ganz genau. Aber Jamie Lee Curtis hat sich einfach sehr gefreut und dafür ist es da. Michelle Yeoh. Also obwohl da zum Beispiel mein Sohn Henry auch gesagt, warum kriegt die denn Best Supporting Actor Oscar, weil die die Tochter gespielt hat, jetzt habe ich ihren Namen nicht parat, in Everything, Everywhere, All at Once. Die ja auch bei Miss Maisel mitspielt. Ja. Die hätte einen viel besseren Part gehabt. Aber ich gönne das der Jamie Curtis. Hätte, Fahrradkette. Genau, das ist man steckt nicht so drin. Also mir war nur wichtig, dass The Whale
Was gewinnt? Oh, ich habe The Whale gesehen. Habt ihr beide den gesehen? Ich bin doch nicht verrückt. Also ich hab ihn gesehen und er ist wirklich... Was ist das für eine Aussage von mir? Das ist absolut unterirdisch. Aber lass mal einfach mal so stehen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich... Nein, es geht ja da... Das ist jetzt zu spät, Thorsten. Ich gucke mir keine Spielfilme aus so einem Krokettensilo an. Nein, ich bin noch nicht so weit, mir das Elend, diesen Schmerz. Weinen im Trailer und dann ist schon Polen offen. Es geht ja ganz klar um Selbsthass. Es geht um Trauma, es geht um, man merkt einfach, das ist ein Theaterstück, also es ist wirklich ein Kammerspiel und so kommt einem das auch manchmal vor, so wie die Leute rein und rauskommen aus dem Raum. Und, Tür auf, Tür zu, sagt man ja, auch. Ja, Tür auf, Tür zu. So ist das so ein bisschen, aber... Spielt doch nur in der Wohnung? Ja, spielt nur in der Wohnung. Es gibt nicht einmal so einen Schnitt Hawaii. Nee. Okay. Nein. Aber ich muss sagen, Brendan Fraser spielt die Rolle so unglaublich gut. Also Wahnsinn. Ich war so ergriffen von dem Film. Das war echt. Und das ist das, diese Ergriffenheit, da traue ich mir gerade nicht zu. Und er sonst läuft, würde ich ihn wahnsinnig gerne er sehen. Läuft aber nicht mehr im Kino oder wird er nochmal ins Kino kommen jetzt nach dem Oscar? Das ist ja eigentlich, war es ja eigentlich immer so, dass wenn ein Film einen Oscar bekommt, dann deswegen läuft der Everything Everywhere All at Once wieder in allen Kinos. Der läuft ja überall. Aber auch die Fablemans, der ist so gut wie raus. Also der läuft jetzt nur noch ein paar Mal. Also deswegen schaut euch die Filme im Kino. Ja, obwohl. Ja, doch. Ich meine, doch, ja. Also im Westen nichts Neues ist definitiv ein Kinofilm. Ja, absolut. Ich habe ihn zwar zu Hause gesehen, auf dem Beamer, aber das geht ja schon durch als Kino. Das ist heutzutage. Ja Heimkino. Aber es ist einfach, es sieht wirklich auch aus wie ein Kinofilm. Es ist die Musik. Und dann immer die Musik. Nö, nö, nö. Und dann mussten alle, die ihn gewonnen haben, immer zu dieser Scheißmusik auf die Bühne kommen. Weißt du das noch? Die standen eben, nö, nö, nö. Und dann standen die da immer und haben einen Preis gekriegt. Die Musik ist wirklich stark. Aber kannst keine 10 Minuten am Stück hören, aber Hammer. Ist das nicht auch bezeichnend, wenn die Deutschen so Filme machen und kritisch mit ihrer eigenen Geschichte umgehen, kriegen die sofort einen Oscar? Ne? Na, das ist nicht wahr. Nein, das ist nicht wahr. Das letzte war das Boot. Nein, das letzte war das Leben der anderen. Ja. Ah. Naja, auch da. Das ist eine kritische Auseinandersetzung. Dann hat sich Florian Henkel von Donnersmarck, einen Namen, den ich sehr lange geübt habe, in anderen Filmen verstiegen. Ja, würde ich mal sagen. War dann The sehr Tourist. Enttäuscht. The Tourist und danach aber noch schlimmer Werk ohne Autor. Was heißt noch schlimmer? Das ist ein guter Film. Aha. Also sind halt irgendwie drei Filme, das Ding. Ja. Der in Amerika auch vollkommen anders hieß dann. Was der schlau aber ist. Bei Edward Berger, der ja auch vorher Fernsehfilme gemacht hat, glaube ich auch den einen oder anderen Tatort. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit ihm gelesen. Der hat ja schon den nächsten Film, der ist ja schon abgedreht. Ja. Mit Ralph Fiennes und mit Benedict Cumberbatch. Und kann man sich sehr darauf freuen. Aber wie großartig war Felix Kammerer als Paul? Ich weiß nicht, habt ihr das Buch gelesen? Nee. Ja. Ich kenne auch den Originalfilm. Remarque. Es gibt ja zwei. Es gibt ja den alten Hollywood-Film, den Schwarz-Weiß. Ach so. Und dann gibt es nochmal diese Fernsehverfilmung mit John Thomas. Figuren aus Fimo. Da muss man sagen, fehlt es der nötigen Ernsthaftigkeit. Genau, aus Fabuland. Der ist ja dann mit John Thomas, also mit John Boy. Oh. Glaube ich, ja. Das ist ein amerikanischer. Nee, der heißt nicht John Thomas. Nee, der heißt. Der heißt aber so ähnlich. Aber Thomas ist definitiv. Ja, Thomas als Nachname. Thomas mit Nachnamen. Ja. Genau, irgendjemand wird jetzt wieder schreiben, der Bender hat keine Ahnung, schreibt es unten drunter, könnt ihr gerne machen. Also mit so, John Boy. Also auf jeden Fall hat, mit John Boy. Auf jeden Fall hat Felix Kammerer diese. Benjamin Thomas? Diese Angst. Diese Wandlung von diesem Enthusiasmus dieser Kinder, die da in den Krieg ziehen, was sich ja innerhalb von wenigen Momenten in blankes Entsetzen dann umschlägt. Also in dem Zusammenhang muss man natürlich nochmal die Dokumentation von Peter Jackson empfehlen. Ja, they shall not grow old. Yeah. Ninja Turtles. Shell and not old. Da freue ich mich auch drauf. Nein, aber they shall not grow old. Weil das Prägnante ist ja, dass da auch ganz klar zu sehen ist, wie mit was für einem Enthusiasmus die englischen Jugendlichen, teilweise Kinder, in diesen Krieg gezogen sind. Ne, in den gleichen Krieg. Also das war genauso wie auf der deutschen Seite. Und es war...
Also eine unglaublich ergreifende Dokumentation auch. Natürlich diesmal aus der britischen Perspektive, klar, weil das ja auch fürs britische Museum, glaube ich, gemacht wurde oder irgendwie so. Auf jeden Fall auch technisch ein Meisterwerk, weil das wurde ja nachträglich koloriert und mit Ton versehen und so. Also Sogar in 3D. So, ich habe den in 3D gesehen und da war diese so eine, weißt du, wo der Panzer dann so über diesen Hügel kommt und so wupp, weißt du so, und du hast dann plötzlich gehen die in 3D, weißt du, wo du denkst, oh, jetzt wird's hart. Ja, was, aber selbst ich denke da noch an Blackadder. Ja, auch. Die spielte ja auch im da gab es eine Staffel, die spielte auch im Ersten Weltkrieg und auch da das Ende, das hatte ich damals als Kind gesehen gehabt und selbst das ist bei mir total hängen geblieben. Als Kind, als Jugendlicher. Als Jugendlicher, wollen wir mal sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, wo die dann alle aus diesem Graben stürmen und dann siehst du nur noch diesen Graben und dann gibt es so eine Überblendung, so wie es da heute aussieht, weißt du, wo einfach nur eine Graswiese, weißt du? Und da sind so viele Menschen gestorben. Das ist unglaublich. Und ich hätte darauf wetten können, dass die Szene, wo David Streso als General und sein Untergebener, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der Schauspieler, wo der in diesem langen Tisch sitzen, sich gegenüber, weil du wirklich Cinemascope hast, dass sie das nach der Putin-Geschichte gedreht haben. Aber nein, das ist alles vorher abgedreht. Echt? Okay. Das ist also, die Wirklichkeit wiederholt sich im Film und das ist heute wie damals ist das genau das Gleiche. Es ändert sich. Richtig starker Film und vor allen Dingen die Renaissance des deutschen Kinos. Ja. Auch wenn es für Netflix, was heißt auch, soll da keine Einschränkung sein, die haben ja wenigstens mal die Kohle rausgetan, die der deutsche Film auch braucht. Ja, natürlich, klar. Und damit haben sie wirklich was gemacht, was wir uns ein bisschen den Grand Prix-Effekt wieder wettmacht. Dass man einfach sagt, die Deutschen haben einen guten Film gemacht, sie haben einen Kriegsfilm gemacht, wahrscheinlich wieder einen Antikriegsfilm, aber ja, es ist ein Antikriegsfilm, aber auch ein Kriegsfilm. Für mich sind Kriegsfilme die Kanonen von Navarone, alles andere sind Antikriegsfilme. Genau. Missing in Action ist auch noch ein Kriegsfilm. Dreckige Dutzend ist auch. Das weiß ich auch nicht, weil der wusste als Kind nie, was die von mir wollen. Was für ein dreckiges Dutzend, wovon? Ja. Und das war schon. An der Bude, gib mir mal ein dreckiges Dutzend von den. Und ich sehe die Morgenröte fürs deutsche Kino, muss ich sagen. Ja. Und das ist dank Netflix einfach. Ne? Die haben die Kohle rausgetan und gesagt, macht hier. Ne, das ist auch dank Felix Lobrecht und seinem Buch, weil der Film kratzt jetzt an der Millionen-Zuschauer-Marke. Was hat Felix Lobrecht mit im Westen nichts Neues zu tun? Mit dem deutschen Kino hat er zu tun. Im Westen nichts Neues hat er nichts gemacht, habe ich mir sagen lassen. Aber er hat Sonne und Beton, geschrieben. Und, daran. Und der Film ist super, super erfolgreich. Okay. Und das ist eine gute Sache für natürlich mal nicht artifizielles, zu Tode gefördertes, teures Reißbrett-Komödienmaterial, sondern mal ein echter Film. Ist das ein Drama oder ist das eine Komödie? Oder das ist es würde ein Dramedy? Das würde ich eher als halbdokumentarische Spielfilm-Angelegenheit mit eher Drama. Mhm. Ja. Okay. Wie das Leben ja auch eher Drama als Komödie ist, wo ist der Film wohl auch? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Teile aber doch und möchte den jetzt komplett mal sehen. Mhm. Um zu gucken. Ja. Was macht das mit mir? Ja. Ja, Angela Bassett fand ich trotzdem traurig. Weil was hat sie denn erwartet? Ja. Was hat sie denn jetzt erwartet? Ja. Ja, vor allen Dingen, was haben die Leute erwartet von Hugh Grant, wenn er am roten Teppich solche blöden Fragen gestellt bekommt wie, what are you wearing? Ich meine, das sind natürlich die Standardfragen, aber die Leute haben sich aufgeregt, dass er angeblich pumpig und hat er absolut und recht. Und er war einfach nur britisch. Er war, war einfach nur authentisch und echt. Dann, und er war nicht. Scheißfrage er war nicht, ich meine, Gary, was trägst du denn heute? Wen trägst du denn heute? Trigema. Und was trage ich? Trigema, ja, also kann man ja auch mal sagen. Thomas I. Punkt aus Hamburg, Omen. Weil ich habe das andere. Das Omen. Das Omen. Ja, aber das ist. Weil mein Trigema-Hoodie, der schwarze, ist in der Wäsche. Oh. Ja. Aber er läuft nicht ein. Die Sau läuft nicht ein. Der ist echt geil. Super. Und ich habe wirklich jahrelang gesucht nach dem Blau mit in Langarm. Und das scheint es tatsächlich nur von. Koboldblau. Nee, nicht Koboldblau. Stimmt, das passt total also zu mir. Also, ich will jetzt darauf nicht rumrauten, weil wir haben ja einen designierten Spot für Trigema, aber ich muss echt sagen, das Blau steht dir. Das ist irgendwie ist es meine Farbe, ich weiß auch nicht. Der Teng, meine Oma hat ja gesagt, der Teng ist frisch den Teng auf. Der Teng.
Wir hatten letzte Mal leider sehr, sehr schlechtes Timing, weil in dem Moment, als der Podcast zu Ende war, als wir den abgedreht haben, kam der Trailer für The Flash raus. Und wir hatten noch überlegt, ob wir uns noch mal zusammenfinden. Haben wir da nicht drüber geredet? Wir haben nicht drüber gesprochen. Der kam wir haben nicht drüber geredet? Nein, wir können jetzt drüber reden. Oh, wir können jetzt über The Flash reden. Oh Gott. The Flash. Thorsten, wie oft hast du den Trailer gesehen? 50, 60 Mal. Und manchmal gönne ich mir sogar den gesamten Trailer und spule nicht vor. Das habe ich mir irgendwie gedacht, Thorsten, dass es da einige Sequenzen gibt, die du dir öfterst in Zeitlupe anguckst. Ich hatte ja Nierenstein in Kassel. Also ich hatte den Nierenstein und war in Kassel. Was ist das für eine Ausgabe? Du kannst doch nicht, wenn ich Cola trinke, hast du eigentlich... Soll ich das eben erzählen? Das ist ja die wahre Geschichte. Ich war zwei Tage in Kassel spielen. Einen Sonntag war ich da festgefroren. In Kassel-Wilhelmshöhe musste gucken, wo ich was zu fressen herkriege. Und hatte Schmerzen. Hier so im hinteren Dingenskirchenbereich. Ja, ja. Und dachte, uiuiui, was ist das denn? Setz dich mal in eine Wanne, wird besser. Dann war ich auftreten. Den Sonntag über wenig gemerkt, was gegessen. Dann war ich abends auftreten, hab so starke Schmerzen gekriegt, dass ich weder stehen noch sitzen konnte und alle sagten, was bist du so Käse, weiß da. Während des Auftritts? Ja, ja, klar, das war richtig brutal. Wir reden übrigens immer noch über The Flash. Ja, genau, Nierensteine, pass auf, Nierensteine. Und dann, und ich habe mich gequält, lecko funny, damit Autogrammstunde und dann habe ich zu meinem Fahrer gesagt, pass auf, wir müssen jetzt nach Berlin. Ich hatte die ganze Nacht davor auch geschrieben, für so ein Orchester ist doch egal. Wir müssen nach Berlin. Aber Vorschlag, wir fahren vorher kurz, also ich bin jetzt ein bisschen empfindlich, lass uns vorher kurz in der Notaufnahme in Kassel vorbeifahren. Mhm. Wir reden so von 12:30 morgens. Aber kurz Notaufnahme, touchen. Mhm. Und dann, ich war mir sicher, ich gehe da rein, die geben mir eine Tablette und schicken mich auf eine gute Reise und sagen, trinken Sie viel oder so. Nein, ich kam da rein, Emergency Room. Weißt du, George Clooney. Emergency Room. Ja. Emergency Room. Danke für die Korrektur. Emergency Room. Ja. Ich kam da rein, ohne Krankenkassenkarte. Sofort ging das zur Sache. Großes Blutbild, da kann ich ja drauf morgens um 12:30, da kann ich ja nie drauf. Ja. Großes Blutbild an den Tropf gelegt, also noch ein Level drauf, oben so ein Schmerzmittel rein. Hose auf 7:30. Fremde Tropf. Leute tasten mich ab. Das Labor fing an da, Riesenfilm, und dann lag ich da. Ich war wirklich fertig mit der Welt. Ich hatte Schmerzen, dann lief dann so ein Schmerzmittel durch. Ich hätte mich den ganzen Tag gut gehalten und dann kam der Trailer. Dann bekam ich so eine Benachrichtigung auf dem Handy, wie ich da gerade liege am Tropf. Und dann kommt der Trailer und dann konnte ich endlich weinen. Dann endlich konnte ich. Hast du dann gedacht, vielleicht ist das Letzte, was du je in deinem Leben sehen wirst? Nein, dann hast du ihn zumindest gesehen. Ich habe mir gedacht, egal wie widrig die Umstände sind, wenn Michael Keaton schön, mit 70 Batman sein kann, können wir auch alles. Wahnsinn. So, und ich habe den Trailer gesehen und dann musste ich ein bisschen weinen, weil da musste ich einfach ein bisschen weinen. Das lag vielleicht an den Gesamtumständen, aber mich hat das unglaublich berührt. Nee, ich kann dir genau sagen, woran das lag. Es lag daran, dass du Batmans Maske von hinten gesehen hast und dazu die Musik von Danny Elfman kam. Das war der Moment. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt würde ich gerne neben Thorsten sitzen und sehen ihn doch eine dicke, dicke Cola. Ich hätte dir die Hand gehalten und dann gesagt, Thorsten, komm, ich zeig's dir nochmal. Ich war fertig mit der Welt. Und dann ich gucke selbst, wenn ich im Bett liege, abends vorm Einpennen, nochmal die Reaction-Videos auf The Flash. Wo 50 verschiedene Menschen das gucken und dann ausflippen. Und selbst dann muss ich ein Tränchen vergießen, weil das stimmt. Das berührt mich mehr, als hat andere Sachen aber können. Ist das jetzt wirklich für unsere Generation, die wir damals erlebt haben, natürlich. gebangt haben, dass der Batman-Film von Tim Burton, als er dann rauskam, 89, so wird, wie wir ihn erhofft haben, rückblickend vielleicht nicht ganz so, aber wenn man bis jetzt nicht erkannt hat, dass diese ganze Multiverse-Gedöns, dass das alles nur dafür da ist, dass man diesen Nostalgie-Faktor bei uns so richtig ausspielen kann. Spider-Man. Ja. Aber das ist für mich der ultimative Nostalgiefaktor. Ja, es gibt keinen vergleichbaren Nostalgiefaktor, der sagt, ach ja, 30 Jahre später, folgender Superheld. Ja, hat's noch nicht gegeben. Wenn jetzt noch der Equalizer dazwischen gehauen wäre, dann wärst du wahrscheinlich komplett gestorben. Ich wäre komplett gestorben. Also ich bin aber so komplett weg, komplett kaputt gegangen. The Flash dafür? Ist es da eigentlich das Uninteressanteste an dem Film? Das ist eins meiner Hauptprobleme. Eins meiner Hauptprobleme ist, dass ich sage, ja, weiß ich jetzt nicht, so. Zeig mal die anderen. Mhm. Ich will alles entdecken. Ich will die alle sehen. Ich will sehen, wie das zusammenhängt. Der Trailer gibt ja mal eine grobe Richtung vor.
Ja, so, dass Barry Allen ist unterwegs, verschlimmert es jedes Mal. Mhm. Bis er irgendwann irgendwo landet, wo es gar keine Metawesen mehr gibt. Mhm. Aber ich meine, ist er Opa. Und ich weiß, dass Michael Keaton da mit Vollbart und langen Haaren, so findet er den vor in Wayne Manor. Okay. Und bringt den überhaupt erst dazu, wieder Batman zu werden, sich mal die Haare schneiden zu lassen, mal die Fratze zu rasieren. Und ein Schicksal, das wir teilen. Und das war, ich freue mich da sehr, so sehr drauf, wie auf keinen anderen Film. Im Juni konnte er. Und Ben Affleck ist auch dabei. Das, Ben Affleck ist auch noch ein paar Minuten, aber auf Nice. Aber ich denke, da wird er sehr rehabilitiert werden. So, ja, ähnlich wie Andrew Garfield ja auch durch Spider-Man auch ein bisschen, ja, mehr zu tun hatte. Aber wer ist denn diese Kara, ist das die Cousine? Ist das jetzt Supergirl? Ist, glaube ich, eine Cousine. Ja, ja. Ich meine, Cousine. Kara ist Supergirl. Gab es ja auch mal als Film, Supergirl mit Helen Slater und mit Christian Slater. Ach nee, das war ein anderer Film. Nee, nee. Und mit Dudley, Jack Slater. Mit Dudley Moore, mit Peter O'Toole und mit Faye Dunaway. Ah ja, 84. Stimmt. Da hat Faye Dunaway sozusagen Lex Luthor gespielt. Genau, so diese müsste man sich auch nochmal, ich glaube, ist auch nicht so gut gealtert. Ja, das ist also der Trailer. Besser aber als Wonder Woman von damals. Die waren zwar ganz charmant, die Filme, aber... Linda Carter war schon... Ja, komm, bitte, sag was. Weißt du noch, wer Wonder Girl gespielt hat in der Serie? Nee. Deborah Winger. Deborah Winger. Die junge Deborah Winger hat Wonder Girl gespielt in der Serie mit Linda Carter. Weil du alles weißt. Ja, natürlich. Aber jetzt ist natürlich die Frage, James Gunn ist jetzt Chef von DC, also Creative bla bla. Ja, alles Mögliche, ja. Jetzt werden die Karten neu gemischt und vielleicht ist das letzte Atmen dieses Zack Snyder's Verse irgendwie so vielleicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Zack Snyder, den mögen sie ganz gerne. Der hat ja dann letztendlich auch noch Geld eingefahren. Wobei speziell Justice League ja nun auch irgendwie scheiße ist. Er ist ja auch irgendwie gut, aber ist irgendwie auch extrem künstlich. Man wollte ihn besser finden, als er eigentlich ist. Ja, ja, das wollte ich aber nichts wollte ich dringender als bei Batman vs. Superman, den wirklich besser finden, als er ist. Ja, ja. Ich fand ihn auch nicht so schlecht. Aber wenn in einem Film, der Batman vs. Superman heißt, Wonder Woman das Beste ist, dann hat der Film ein Problem. Nee, das Beste an Batman vs. Superman ist tatsächlich die Kampfszene, die Warehouse-Szene von Batman, weil du noch nie eine so gut choreografierte Kampfszene von Batman gesehen hast. Niemals davor und niemals danach. Die können sich alle nicht richtig bewegen in dem Kostüm. Hm. Aber das war stark. Das war stark. Ja, ja. Ich das war die beste Kampfszene. Dass Michael Keaton sich auch, da ist jetzt natürlich sehr viel CGI, aber dass Michael Keaton sich auch wirklich so bewegt, wie in dem ersten. Weil im zweiten, in Batman Returns, hat er sich ja wieder ganz anders bewegt. Ja, ja. Da war die Maske, the Cowl war ja dann durchaus ein bisschen bewegt. Selbst bei Christian Bale wurde nachgebessert. Der hat im zweiten Teil in The Dark Knight, hat er auch einen ganz anderen Bewegungsmoment gehabt. Das liegt ja natürlich auch daran, weil er ein vollkommen anderes Kostüm trug. Er hatte eine einteilige Maske, die bis zur Schulter ging in Teil 1. Ja. Und im zweiten Teil hat er einen neuen Anzug gekriegt, weil er den Kopf ja nicht, weil er sagt, er kann den Kopf nicht bewegen. Hm. Und dann hat er eine Schale, die man aufsetzt, das hat ein unteres Halsteil. Genau. Dadurch kann er ihn bewegen. Ich finde, das Kostüm sieht mir halt sehr nach Motocross aus. So, das hat mich immer ein bisschen gestört. Und es war der einzige Batman-Film, also die Batman-Trilogie, wo es im dritten Teil nicht schon wieder das Kostüm geändert wird. Ansonsten wird in jedem Batman-Film immer das Kostüm geändert im nächsten Teil. Immer. Ja, jedes einzelne fucking Mal. Ja. Aber da nicht. Naja, auch bei Joel Schumacher, dann gab es dann halt die Nippel. Das gab, ja, was das sollte. Ich glaube, das war gar nichts Homoerotisches, sondern so Anklänge an römische Rüstungen. Und ja, so. Aber ich fand's hatte ich auch das Gefühl gehabt. Ja. Ja, aber wenn du dich so affin bist für Batman-Kostüme, vielleicht solltest du vielleicht mal ein eigenes machen. Ja. Ich bin noch im letzten Schritt, weil ich gebe es jetzt offen zu. Ich habe vorgestern war ich bei Early Birds Effects, die Effekte machen für Max Giermann. Wir haben das auch gedreht. Okay. Wo sitzen die in Hamburg? Die sitzen in Pulheim, also hier bei Köln. Okay. Und da ich den ganzen Drehtag, die haben meinen Kopf und Oberkörper abgeformt. Mhm. Und deswegen bist du auch glatt rasiert. Fast. Deswegen muss ich glatt rasieren. Okay. Ansonsten wäre ich jetzt glatt rasiert. Ja. Weil da reißt dir natürlich den gesamten Bilderrahmen raus. Und da muss ich mich leider rasieren, deswegen sehe ich so Schwachsinn. Es ist ungewöhnlich. Kann man aber machen. Ja. Nee, kann man auch gut lassen. Nee, ich finde das okay. Und da haben wir einen Abdruck gemacht und das ist mein letzter Arbeitsschritt, weil ich gebe zu, dass ich das dann alles auch mitgenommen habe, die Abdrücke und auch die Negative, um daran zu arbeiten. Und ich möchte nochmal was Neues, Schönes probieren. Ja. Ansonsten bin ich
gut dabei. Es gibt drei Trailer und wir kommen relativ früh auch schon heute zu unserer Mystery Box, weil wir am Ende, wie gesagt, über The Last of Us reden. Aus Spoilergründen, wenn ihr Last of Us noch nicht gesehen habt, dann skippt einfach das Ende dieses Podcasts. Aber es gibt wirklich drei Trailer, wo wir gesagt haben, Moment mal, was ist denn das jetzt gerade für ein Trend? Du hast mich nämlich darauf hingewiesen, Es gibt demnächst viele Filme über Produkte. Sachen. Ja, über Sachen. Ja. Reden wir über Air. Ja, der neue Ben Affleck, Batman, also ja, er, der Aufstieg von Nike. Ja. Von Nike, ja, und im Speziellen von dem Air Jordan, von diesem Schuh. Ja, ne? Ja. Ich habe das Buch gelesen, das heißt Shoe Dog tatsächlich, vor einigen Jahren, von dem Menschen, dessen Name mir jetzt trotzdem entfallen ist, der halt die Firma Nike erfunden hat. Und, heißt er nicht auch Knight? Nein, da ist der Phil Knight. Kann sein, dass das so heißt. Ja, kann sein. Ich bin ziemlich sicher. Und, der Film heißt Air. Es geht um den Nike Air. Ja. Das ist eine Sache, wo bei uns 16-Jährige wie die Beschmierten und so weiter in Supermärkte, in Schuhläden laufen. Ich glaube, ich habe einen gehabt. Aber in Amerika ist das ein Riesending. Fing das damals an mit dieser ganzen Schuhmania? Ich will ja jetzt nicht Namen nennen, aber Oliver Kuritke, hallo. Ich meine, irgendwelche Keller, irgendwelche Katakomben voller ungetragener Schuhe. Also, was ist da denn die? Damals angefangen. Ich weiß nur eigentlich, dass das Coole, was bei mir, was ich immer sehr mit USA assoziiert habe, das waren die Converse, die Chucks. Mhm. Na, gnadenlos überteuerte Schuhe. Aber trotzdem, du hast sie gekauft, weil sie halt cool war. Uns gnadenlos überteuert. Genau. Also ich weiß noch, die Chucks, das war wirklich, als der Wechsel war von der D-Mark auf die Euro, die haben 60 D-Mark gekostet und hinterher haben sie 60 Euro gekostet. Die haben das wirklich gnadenlos durchgezogen. 1:1 umgesetzt, genau. Ja, abzuwarten. Also Matt Damon und ich Bock drauf, Ben Affleck gut zusammen. Sein. Ja, aber was ist das für ein Trend? Der große Wurf. Naja, es geht ja jetzt weniger um den Schuh selber, das wird sicherlich auch erzählt werden. Zum Beispiel, dass sie versucht haben, die erste Sohle eines Nike-Sportschuhs mit dem Waffeleisen herzustellen. Mit vulkanisierendem Gummi um Waffeleisen reingemacht und eine Sohle. Ja, aber ist das ein Filmwert, Thorsten? Ja, das ist ein Filmwert, weil es geht ja vor allen Dingen darum, dass sie die Ersten sind, die gesagt haben, wir benennen einen Sportschuh, den Air Jordan, nach einem Basketballspieler, der noch gar nicht bekannt ist. Also das war, bevor der so ein Titan war, haben die den unter Vertrag genommen. Okay. Das heißt, die haben so sehr an den geglaubt, dass sie einen Air Jordan gemacht haben. Und weißt du, das ist aber eine große amerikanische Legende, die wir schlecht auf Rudi Assauer und einen Rollkragenpullover ummünzen können. Ja, aber es macht natürlich dann Türen auf für vielleicht andere Sachen für Waffeleisen oder keine Ahnung, was es also, gab's glaube, ja auch, das der Sandwichmaker, der Ben Film. Affleck macht sehr sorgfältig Filme. Vielleicht ich mochte Argo auch sehr gerne. Argo ich ganz war auch fantastisch. Sehr gut. Fantastisch. Ich meine, vielleicht macht mal irgendwann einen Film oder eine Serie über Adidas oder Puma. Es gibt eine Serie über Adidas und Puma. Tatsächlich. Oh ja. Über die Brüder. Das waren ja Brüder. Der eine hat Puma gemacht, der andere Adidas. Adidasler und genau, sein Bruder Puma Dassler. Und die haben warum hast du mich genannt wie ein Raubtier? Und ihn Adolf. Ja, genau. So, nein, aber dann gibt es noch Blackberry. Blackberry, genau. Dann Tetris. Blackberry, also der Aufstieg und Fall von Blackberry. Von Blackberry, ja. Ja. Dann Tetris. Was ich persönlich ein bisschen geärgert hat, weil als damals, was war Street Fighter? Wann kam Street Fighter raus? 98, 97? Ja. Damals das Van Damme-Ding, meinst du? Das Van Damme-Ding mit Kylie Minogue und der letzte Film von Alfred Molina. Nicht Alfred Molina, von Raul Julia. Raul Julia, genau. Und damals war ich noch in Frankfurt bei einem Sender und dann ich war einer von den Comedy-Autoren und wir haben so eine Serie gemacht über Videospiele, die verfilmt werden. Und da haben wir auch Tetris, der Film, gemacht. Mit Robert De Niro als Quadrat und bla 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 und so weiter. Haben wir richtig aufwendig und mit der Musik und so weiter. Und jetzt gibt es diesen Film. Und natürlich ist die Geschichte, wie Tetris überhaupt in den Westen gekommen ist, weil es ja ein russisches Videospiel ist, mit den ganzen Rechten, ist natürlich interessant. Aber es ist, Tetris ist auch, muss man mal geil, ich muss aber sagen, es ist auch immer noch ein geiles Spiel. Ich glaube, auf Netflix, 45 Minuten auf Netflix würde mir vielleicht ausreichen.
Abwarten. Ich hatte auch bei, war das bei The Founder? Hier mit Michael Keaton, die, ja. Der McDonalds-Film, dachte ich so, was da, ich so wie du das betont hast, dachte ich, was für ein Faun. So, ja. Der Faun, so Flöte spielen, der Founder. Und was für ein großartiger Film. Ein Founder, ja. Und der ist fantastisch. Ja, und Film, auch, ja. Ich finde ja auch, dass Michael Keaton ein großartiger Bösewicht ist. Ja, also er ist ja in The Founder ist er ja auch und natürlich auch in Dumbo. Hast du Dumbo eigentlich mittlerweile gesehen? Nee, aber er ist kein richtiger Bösewicht. Ich habe das Buch gelesen übrigens von Ray Kroc. Ja. Die Geschichte von McDonalds, wo er das erzählt. Ja. Das ist hochinteressant. Ja, ja, es gibt alleine 4 Kapitel über Schmelzkäse und wie man Kartoffeln lagert, damit die nicht so viel Stärke abgeben, damit die Pommes knusprig werden. Mhm. Ist fantastisch. Eigene Schuppen gebaut in den 50ern. Und interessante Geschichte. Er war nicht klar ein Bösewicht. Er reagiert nur leicht amoralisch, wenn es um Geld geht. Ja, ja, genau. So. Naja, das reicht für viele ja schon als Bösewicht. Aber ist ja auf jeden Fall. Naja, das ist natürlich, er spielt natürlich dieses: Du siehst ihn und du willst ihn eigentlich hassen, aber du kannst es nicht, weil das ist natürlich ein Wackelkopf. Er hat einfach die Schwäche von diesem Brüder, von diesem Brüderpaar, hat er einfach ausgenutzt. Nein, nein, auch das Desinteresse. Dieses Brüderpaar wollte nichts weiter als dieses eine Lokal dazu haben in der Pampa. Und da sind die alle hingekommen, das war ein tolles Konzept. Die hatten hügelhoch das Haus, denn die waren auch beide ein bisschen ausgebrannt. Die wollten gar nicht expandieren. Die haben gesagt, wieso, wir können ja von der Scheiße leben. Und er hat gesagt, das Konzept ist so gut, lass mich das im Franchise machen. So. Und damit, das fing er damit an, dass er dann sagte, okay, dann kaufen wir erstmal Grundstücke. Ich finanziere immer Grundstücke, das ist mein Grundstück, kann ich drauf bauen, was ich will. Ja, genau. Deswegen ist es einer der großen Grundbesitzer überhaupt des McDonald's. Und dann, wo ging das schnell? Zu schnell. Dann haben sie sich in die Köpfe gekriegt, ob man jetzt frischen Milkshake macht oder pulverbasierenden Milkshake, dann was für ein Käse. Und die hielten einfach nicht Schritt mit dieser Optimierung, die er vorhatte. Mit diesem Riesen-Franchise. Ja. Und, also großartig geschrieben und großartig gespielt. Ja, falls ihr ihn noch nicht kennt, The Founder. Und dann kommt noch Pinball. The Man Who Saved the Game. Und das wusste ich gar nicht, dass tatsächlich Flipper, also nicht der Delfin, sondern, sondern dass das Spiel damals verboten war. Warum? Weil es als Glücksspiel deklariert war. Und nicht als. Es ist ja kein Glücksspiel. Ja, darum geht es ja jeden Fragen. Darum geht es in dem Film. Weil der sagt, it's a game of skill. Also es ist ein Spiel des Könnens. Des Könnens und Talent. Genau. Und genau. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu unserer Mystery Box. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der uns schreibt. Also wir losen natürlich aus, aber schreibt uns bitte, über welches Produkt, über welches Ding ihr einen Film sehen wollt. Da könnt ihr euch jetzt natürlich rauslehnen. Ja? Wir versuchen, das dann so ein bisschen weiterzudenken und vielleicht sogar eine Besetzungsliste zu machen, wer das sein könnte. Ja. Also ihr könnt wirklich euch überlegen, über welches, keine Ahnung. Post-its gab es schon. Tupper. Mads Mikkelsen ist Alfredo Tupper. Das möchte ich gerne so sehen. Sowas, sowas. Also lasst euch da sitzt, weißt du, wie Hannibal immer flump, flump, so eine Bananenbox auf. Lasst euch was einfallen. Bis zum 10. April schickt uns bitte eure Beispiele, eure Einsendungen an post@streterbender-strebech. Ja. 10. April ist die Deadline dafür und dann bekommt ihr eine Mystery. Die letzte Mystery Box. Geht an denjenigen oder diejenige, die uns geschrieben hat, welche Entstehungsgeschichte zu welchem Film gesehen. Man als Serie. Genau, aufgrund von The genau, Offer. The Offer. Genau, genau, genau. Und da gab es. Genau. Ganz genau, ganz genau. Stimmt. Und da haben wir jetzt einige. Da waren interessante Sachen. Sehr dabei. Interessante Sachen. Das Tolle ist, wir haben euch jetzt auch wieder ein bisschen mehr kennengelernt, euch. Es ist erstaunlich, dass wir sehr viele Einsendungen aus Lübeck und aus Eschweiler hatten. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Nest ist, also in diesen beiden. Vielleicht gibt es da auch eine Städte. Die haben da wohl Internet. Das Ganze. Neuerdings. Also, ich lese einfach ein paar vor. Okay. Wir ignorieren, uns haben einige geschrieben, dass wir beim letzten Mal ein paar Sachen ignoriert haben. Wir können nicht alles vorlesen. Das sprengt einfach die Zeit. Deswegen, falls wir jemanden nicht erwähnen oder irgendeine Idee nicht erwähnen, bitte nicht böse sein und schreibt uns keine Hate-Mails oder schickt uns irgendwelche Pferdeköpfe oder sowas. Also, jemand möchte das Making-of von Fitzcarraldo sehen als Serie. Ja. Nun. Okay, da gibt es ja die Dokumentation. Aber stimmt. Nein, so eine
Ja, ja. Was ist das denn, um Gottes Willen? Das kommt gleich, das kommt gleich. Das, Leute, die uns nur hören können, werden gleich erfahren, was Thorsten jetzt hier gerade so hups gesehen hat. Ich wollte es eigentlich verstecken, aber der Mann hat einfach seine Augen überall. Also was falsch ist, das ist einfach nicht wahr. Fitzcarraldo hatte mehrfache Nennungen und ich würde sagen, die Serie heißt dann auch, dann frisst deine Scheiße doch alleine. jemand möchte gerne... guter Titel einfach auch. Ja, aber ist klar, wer Klaus Kinski spielt. Ja, ja. Ja. Max Giermann. Max Giermann sollte Klaus Kinski spielen. Und das ist eine Scheiße doch alleine. Acht Teile. Weißt du, das erste ist nur, wie du siehst, wie der Koch langsam anfängt, Dinge anzurichten. Und dann gibt es eine Rückblende, 20 Jahre früher, würde ich machen. Naja, ja. auch dann wieder aus der jeweiligen Perspektive. Das Leben des Brian würde jemand sehr gerne sehen als Serie. Ja. Gibt es? Es gibt einen Film, eine Adaption, das nennt sich Holy Flying Circus. Das ist eine BBC-Produktion, wo Schauspieler wirklich die Pythons spielen. Ach ja, stimmt. Und da geht es auch darum. Aber es geht um die Kontroverse. Es geht um die Kontroverse danach. Genau. Was auch das Interessantere ist. Und das Ganze basiert auf folgendem, ich musste mal in meine Python-Bibliothek reingehen, für die ich extra einen Anbau habe. The Case Against Monty Python ist ein Buch, ein Sammelsurium von allen möglichen. Da sind auch Original-Drehbuch-Sachen drin. Und es gab diese Diskussion mit den beiden Pfarrern zusammen mit John Cleese und Michael Palin, was auch nachgespielt worden ist in diesem Film. Holy Flying Circus, das kann ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr euch darüber mal informieren wollt. Beverly Hills Cop 3. Möchte jemand sehen. Und da ist die Entstehungsgeschichte John natürlich Landis. Gar nicht so uninteressant. Wieso, was war denn mit Beverly Hills? Naja, John Landis und Eddie Murphy haben sich ziemlich in die Haare gekriegt und ich glaube, Eddie Murphy hat es dann irgendwie übernommen und am Ende kehrte John Landis zurück. Ja, ja. Und ich glaube, dass das Making-of zu diesem Film auch besser wird als der Film selber. Ja, ich kenne mich überhaupt nicht an Beverly Hills Cop 3. Naja, weil er auch. Weil er leider auch nicht. Er hatte eine gute Prämisse gehabt, Die Hard in einem Vergnügungspark. Da sind wir auch immer noch dran, irgendwie die Kollegen und ich. Und, der Film ist komplett weg bei mir. Ja, ja. Ja, ja okay. Aber das ist einer dieser Filme, die weg sind. Ja. Das Boot, ja, klar, natürlich. Könnte man drüber sprechen. Ja. Auch. Kleopatra. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Ding, weil das natürlich auch eine Produktion war, die sehr, sehr viel... die teuerste damals. Die teuerste aller Zeit. $6 Millionen, glaube ich. Die lief auch nicht ohne Schwierigkeiten ab. Es gibt aber einen Film mit Helena Bonham Carter und Dominic West. Und der heißt Burton und Taylor. Und da wird so diese Beziehung zwischen Burton und Taylor, die ja nicht nur zweimal verheiratet waren. Lisbeth Taylor und... Lisbeth und der Richard, genau. Ja, die beiden, wie wir sie nennen, die Lisbeth. Ja, meine Oma hat das immer gesagt. Die Lisbeth. Meine Oma hat das... was war nochmal mit Emergency Room? Emergency Room. Ich stehe noch nicht immer Emergency Room hier. So. Und da geht es halt auch um diese... Die haben ja auch Who's Afraid of Virginia Woolf gemacht. Ja, das war auch eine... Da gibt es einen Film. The Thing. Das Dingen. Das Dingen. Ja, ich weiß nicht, lief das da nicht reibungslos? Ich habe keine Ahnung. Apokalypse Now. Apokalypse Now. Rob Bottin machte die Effekte und das muss ganz toll gewesen sein. Ja. Apokalypse Now, gibt es eine Dokumentation? Der Film selber ist schon lang. Heart of Darkness. Ja, man hat eigentlich danach keine Fragen mehr nach dem Film, aber da gibt es wohl noch eine etwa zweitägige Doku, Heart of Darkness. Ungefähr, seine Frau, Coppolas Frau, hat das gemacht. Blues Brothers, Das war auch sehr kontrovers, weil Belushi da außer Rand und Band war, weil er ständig auf Koks war Drogen. Ja, es ging über den Tisch und Bänke. Das kann man so sagen, ganz genau. Und manchmal aber auch nicht. Ja. Manchmal tauchte er auch einfach nicht auf. War er auch nicht da. Ja, ich habe damals die Biografie gelesen von John Belushi. Das gab ja Wired. Wired. Ja. Genau. Super. Ja. Super. Die habe ich auch gelesen. The Flash wurde gesagt. Ja, dafür ist er vielleicht noch zu neu. Was ich gerne sehen würde, ist Batgirl. Wenn dieser Film schon nicht rauskommt, warum macht man nicht eine Serie daraus? Warum das eigentlich? Weil du das nicht machen kannst, weil die Pointe dann ist, dass der Film vielleicht nicht gut genug ist. Ja. Aber für eine Serie hat es gereicht. Naja, aber ich meine, bei Ed Wood, und da sind wir beim Godfather of diesen Film quasi, weil ich, als ich The Offer gesehen habe, muss ich sehr oft an Ed Wood denken. Was natürlich auch eine Liebeserklärung war von Tim Burton an das Trash-Kino. Ja. Und ja, auch ein wunderbarer Film einfach. Ed Wood. Ist eigentlich muss ich mir auch noch mal wirklich einer meiner Lieblings. Vor allen Dingen, wenn du dann Plan 9 vom Outer Space nochmal siehst und wirklich dass es wirklich nur ein Vorhang ist im Cockpit und dass der Grabstein wirklich wackelt, das macht es einfach. Aber es gibt einen Unterschied zwischen billig und
einfach nicht so gut, weil ich denke mir, bei Bad Girl wären es viel die Effekte gewesen sein, das Zusammenspiel, Dialoge. Es wird wahrscheinlich generell günstiger. Ich glaube, sie hatten panische Angst davor, dass es genauso aussieht wie Bad Woman, die Serie. Ja. Die absolut steriler Wix war. Ja. So. Ja. Und da haben sie wohl Angst vor gehabt. Und das, genau diesen Effekt haben sie dann plötzlich erzielt. 2001, Space Odyssey. Da gibt es einen Film, der heißt Moonwalkers. Das ist aber mehr so eine Parodie, also eine Satire darüber. Dass Kubrick dann die Mondlandung nachträgen soll mit Ron Perlman und mit Rupert Grint. Mhm. The Shining. Ja. Wo wir hier quasi im Shining-Studio sind mit unserer wunderbaren Tischdecke, da ging es ja auch ganz schön ab. Also, eine Folge nur Wiederholungen, 137 Wiederholungen. Ja. Eine Folge nur bam, bam, bam. Wie hat Kubrick gearbeitet? Wie sehr ist er Shelley Duvall auf den Sack gegangen, dass sie dann wirklich totale hysterische Anfälle gekriegt hat? Ja. Und er hätte auch einfach nur fragen können, könntest du mal ein bisschen hysterisch sein? Ja, sicher. Aber nein, er musste sie wirklich quälen. Einen halben Tag dafür zeigen. Da können wir natürlich einen ganzen Podcast drüber machen und warum Stephen King den Film nicht mochte. Aber die große Frage, die gestellt wurde, ist, wer spielt dann Jack Nicholson? Der ist Steffen Jack Hensler. Torrance, ne? Was? Jack Torrance. Nein, da findest du jemanden. Da wirst du jemanden finden. DiCaprio. Was? DiCaprio als Nicholson. DiCaprio kann einen super Jack Nicholson machen. Er kann nämlich ob er den über Tage so machen kann, das ist immer so die Frage. Hast du das mal gesehen? Ja, er kann die Augenbrauen so hochziehen, dass er aussieht wie Jack Nicholson. Ja, also ich glaube auch, dass man da jemanden findet. Deep Throat. Ja. Es gibt eine Art Film darüber, nämlich Lovelace mit Amanda Seyfried. Ach ja, genau. Über Linda Lovelace. Linda Lovelace, genau. Ganz genau. Superman, wo wir bei Superhelden filmen. Das ist eine tolle Idee, würde ich eben. Ich habe damals, und das ist jetzt ein Running Gag, aber ich habe damals das Buch zum Film gehabt, wo das dann drin stand, wo alle mit T-Shirts rumliefen. Another $50,000. Ja, ja, ja. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Ja, hätte ich gerne gesehen. Wer hat das Original-Drehbuch geschrieben zu Superman? Dino De Laurentiis hat produziert. Mario Puzo. Mario Puzo hat Superman geschrieben. Aber das ursprüngliche Skript, das dann verändert worden ist. Und da sind ja auch, Donner kam ja auch erst später dann rein. Superman hat keine Katze, Superman empfängt keine Leute. So weißt du, und dann wurde das einfach generell, tut mir leid, das geht nicht. Superman kann nicht in seinem Weingarten tot umkippen. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Ja, hätte ich Bock drauf gehabt. Ja, auch das für den zweiten Teil dann Richard Lester dann, obwohl der Film ja schon quasi halb fertig war. Und die ganze Brando-Geschichte ist natürlich auch. Das sind auch super. Also der erste Superman war fantastisch und danach sind die wirklich viel schlechter geworden, was die Spezialeffekte angeht. Unglaubliche Scheiße. Und dann natürlich der vierte? Der vierte von Kanon produziert? Ja, der von Kanon. War das der mit Richard Pryor? Canon. Das ist der dritte. Das ist der dritte. Der mit Richard Pryor ist toll. Auf den lasse ich nichts kommen. Der dritte Superman mit Richard Pryor ist richtig geil. Ja. Den liebe ich sehr. Ja, so, aber sie haben ihn wohl gar nicht mehr an Drähte gehängt. Also nicht Richard Pryor, sondern Superman, weil es ist nur noch Greenscreen oder Bluescreen und das gar nicht mal so gut. Ja. Dann natürlich Sergio Leone, Once Upon a Time in the West, Time in America. Pulp Fiction wurde erwähnt, da würde ich sagen, da ist Reservoir Dogs doch vielleicht ein bisschen interessanter als Making of. Also war das Reservoir Dogs war ja wirklich ein absoluter Low-Budget-Ding. Erstlingswerk. Rocky? Ja. Das ist natürlich für dich als Rocky-Fan, da hat Stallone sich natürlich sehr weit rausgelehnt. Na, was heißt rausgelehnt? Sehr viel getraut auch, ja. Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, dass er auch gesagt hat, so beim zweiten, da führe ich mal Regie. Ja. Und dafür trainiere ich dann. Den zweiten finde ich auch super. Der blutige Pfad Gottes, Boondock Saints. Da gibt es, glaube ich, eine Dokumentation zum zweiten Teil. Overrated. Zum zweiten Teil. Alien, Ja, ich muss sagen, zu Alien gibt es also diese ganz hervorragende Netflix-Angelegenheit über Filme. Ja. Da ist ja Alien. Ah ja, stimmt. Da wird sehr viel vorweggenommen, was du in der Serie jetzt nicht mehr verballern könntest. Ja, aber aber wirklich eine dramatisierte Serie davon, The Crow. Da ist für dich gerne. Ja, das wäre stark. Bei den Dreharbeiten von The Crow ist ja Brandon Lee gestorben. Den du kurz vorher noch getroffen hast. Genau, 6 Monate vorher noch persönlich kennenlernen durfte und was einer meiner absoluten Highlights in meinem Leben war. Und interessant. Aber mein Favorit,
ich glaube, das habe ich aber auch schon gesagt, das wäre natürlich Jaws. Weil da ist ja auch so viel passiert während der Dreharbeiten. Mm. Und die haben ja nie ein fertiges Drehbuch gehabt. Und dass da trotzdem so ein genialer Film bei rausgekommen ist, ist eigentlich ein Wunder. Ich habe noch, bevor wir zu ein paar schriftlichen... Bei mir wäre es natürlich Batman. Also der 89er Batman. Ja. Weil ich will jetzt nicht sagen, ich habe gerade die Biografie von Tim Burton gelesen, nur es gibt da so ein Buch. Ja. Und da merkst du einfach, dass sie gesagt haben, okay, dann gib dem verrückten Jungen das. Ja. Und dann nach 4 Wochen haben festgestellt, dass sich da leicht verhoben haben, weil das alles unglaublich teuer wurde. Dann hat Nicholson zugesagt und Nicholson hat gesagt, ich mach's billig, wenn ihr mir Prozente gebt von dem Spielzeug. Ta-ta-ta. Ja. Und das war, also, das würde ich wahnsinnig gerne sehen. Ja. Zwei Filme, die, glaube ich, keiner gesehen hat, aber wo ein Making-of, eine Dramedy-Serie darüber sehr interessant wäre, wäre Heaven's Gate. Den habe ich gesehen. Im Moment, ich gucke ihn sogar noch, der ist nämlich nicht kurz. Nee. Also in diesem Moment schaue ich den noch. Das ist mit Jeff Bridges auch, ne? Der ist mit allen. Das spielt absolut alle mit. Einmal mit alles. Kermit der Frosch, Godzilla, Kevin Costner, Kevin Klein. Alle Kevins, die du kennst aus Hollywood. Alle. Meinst du ja gerade Silverado? Ja, kann sein. Der geht ja nahtlos über in Heaven's Gate. Der geht nahtlos in Heaven's Gate über. Heaven's Gate spielt, glaube ich, Chris Christopherson. Chris Christopherson, ganz genau. Das war einer der größten. Chris Christopherson. Einer der größten Flops aller Zeiten. Weil zu teuer. Ja, weil zu teuer. Und dann, und stimmt, sind wir fast aktuell, ein Make-up, was ich sehr, eine Serie, die ich sehr gerne sehen würde, wäre die Serie zu Super Mario Brothers von 1993. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Das muss ein absoluter Albtraum. Dennis Hopper, Bob Hoskins, John Leguizamo. Und dann macht das doch wirklich Freude auf den neuen Super Mario Film, der, glaube ich, sehr gut wird. Aber Nintendo, vielleicht macht ihr da mal was draus. Das ist ja was, es gab ja diese Filme, hier auch der Masters of the Universe Film, also hier mit Dolph Lundgren und so, ja, wo man sagt, so, was ist denn da? Das war auch Menachem Golem. Ja, aber Frank Langella als Gummigesicht, das war gar nicht übel. Das war gut. Ja. Das Make-up war auch gut. Ja. So, ja. Peter Bohn aus Mannheim. Ich gebe dich das mal weiter an Thorsten, der das auf seine unnachahmliche Art. Peter Bohn geht aus Mannheim, ohne Brille? Würde gerne Make-up. Ja. Ohne Bart und ohne Brille. Hm. Peter Bohn aus Mannheim würde gerne das Making-of als Serie von From Dusk Till Dawn sehen. Ja, geht mir genauso. Dieser Film hat damals alles verändert. Es gab From Dusk Till Dawn Partys überall. Gab es bei euch From Dusk Till Dawn Partys? Okay. Aber das ist vielleicht in Mannheim. Das kommt so auch gewesen. In Mannheim. Ich werde nie vergessen, als ich meinem Vater abends die ungesehene VHS-Kassette in die Hand drückte und meinte, das soll ein richtig geiles Roadmovie sein. Ich selbst habe mich derweil mit meinem Kumpel abends in unserer Dorfdisco Apfelbaum abgeschossen. Am nächsten Morgen zum Frühstück musste ich, egal in welchem Zustand, immer antreten, war eine etwas gereizte Stimmung. Ich fragte, und wie war der Film? Da dachte ich, meine Mutter bringt mich um, und mein Vater lachte nur. Es hatte Spaghetti Bolognese zum Abendessen gegeben und mein Vater hat zum Essen die Raubkopien-Rekorder gelegt. Die Splatter-Szene im Titty-Twister war wohl für den Magen meiner Mutter zu viel. So sagt die Bolognese nochmal, hallo, da bin ich wieder. Natürlich musste ich auch lachen. Gespannt verlegte ich daraufhin das Frühstück ins Wohnzimmer, wo ich mir den Film 2-mal hintereinander anschaute. Ich kann nur schätzen, aber ich denke, ich schaute From Dusk Till Dawn über 50 Mal. Wir schmuggelten Cuervo-Tequila ins Kino, kauften uns Corona-Bier und tranken jede Runde im Titty Twister mit. Ja, der hat recht. Der Film war schon stark. Ja, ja. Das gab es vorher halt noch nicht, so einen Film. Und es gab es nicht, dass man sagt, lass den zur Mitte hin kippen. Ja, ja. Lass Roadmovie machen, so einen Gangster, und dann lass den aber kippen in so einen Vampir-Vampir-Film. Einfach doll. Schnitt da. So. Ja, ja, setz ja, da mal stark. An. Und ja. Ich meine, wir haben bestimmt schon öfter darüber gesprochen, aber damals. Und alle Spezialeffekt-Leute, Greg Nicotero, alle sitzen da. Ja. Die später die Spezialeffekt gemacht haben für The Walking Dead und auch Regie übernommen, die sitzen da als Biker, und dann hast du halt hier den Kollegen Dingenskirchen, sag schnell, Sex Tom Machine, Savini. Tom Savini. Ja. Und das war schon stark. Ich habe dann Tito und Tarantula mal in Soest gesehen, die Band, die da spielt. Ja, war auch stark. Ich habe die in Köln gesehen, im Wartesaal, kurz danach. Und es gibt ja Fortsetzungen. Und es gibt sogar eine Serie. Es gibt eine Serie dazu, mit Don Johnson auch. Mit John Johnson. Wir haben bestimmt schon oft drüber gesprochen, aber das war zu der Zeit, als man nicht ins Internet gegangen ist und geguckt hat, wie wird der Film und was ist. Wir saßen wirklich im Kino und wir wussten nicht, was da passiert. Und dann kippte dieser Film in der Mitte. Wir saßen da wirklich. Ja, aber coole Musik. Ja.
Der cooler Soundtrack, George Clooney, Robert, diese Bossanzüge von den beiden. Robert Rodriguez. Tarantino. Tarantino als Schauspieler. Das, aber komm, als Vollperverser ist er wieder gut. Dieses, wo er sich dann einbildet, dass man so, hallo, Kuckuck, willst du mein Höschen ausschlecken? Weißt du, wo der steht? Wirklich? Hm. Und du denkst dir, Alter, was ist hier? Ja. Das war schon alright, stark. Bussi, Bussi, Bussi. Ja. So. Jeder Spruch ist mal knapp daneben. Weißt du, immer so knapp. Ja. Ne? Wäre eine gute Serie. Super. Björn aus Odenthal schreibt, für mich wäre das Lost in Translation. Da ist eine Menge Potenzial drin, schon mit der Vorgeschichte von Sofia Coppola, die ja als Leiterin eines Modeunternehmens in Tokio lebte und so die Idee hatte. Dann ihre Versuche, Bill Murray über Monate zu erreichen, der ja keine Agentur mehr hatte und somit gar nicht zu fassen war. Und er sagte dann während der Vorproduktion, unterschrieb aber keinen Vertrag und war nicht erreichbar und am ersten Tag stand er unvermittelt am Set. Aber wer soll Bill Murray spielen? Bill Murray. Bill Murray wäre gut. Bill Murray. Weißt du, wer Bill Murray mal gespielt hat? Und sogar sehr gut hier in diesem Netflix-Film hier über den Autor von Animal House und von... Natürlich! Der Typ, der hier in I'm Dying Up Here... der da den Typen spielt, der den beiden Jungs das Zimmer vermietet. Ach, ich weiß den Namen des Schauspielers nicht. Ich kenne den auch nicht, aber der hat Bill Murray gespielt und sogar gut. I'm Dying Up Here ist eine Serie, die auf Paramount Plus läuft. Es geht um die Stand-Up-Szene in L.A. Stimmt, der da noch mal der Hinweis, der läuft, glaube ich, noch auf Netflix, der National Lampoon. Ja, Mensch, wie heißt denn der? Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ja, genau. Super Film. Gary, lies mal was Tobias Brenner aus... Doch bitte, Gary, komm bitte, jetzt tu doch mal. Nee, warte, dann lies das. Komm, gib her. Wenn du nicht willst, dann ist nur ein Satz, genau. Wo, hier unten? Da unten das, ja, genau. Boah, ich kann schon den Namen nicht aussprechen. Martin Brzozowski. Das ist... Bros, genau. Aus Bonn. Wünscht sich Krieg der Sterne als Serie über die Entwicklung aus der Sicht von Alec Guinness, der den Dreh ja als Quatsch empfand. Ja. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ja, das ist eine gute Idee. Was macht ihr denn hier? Was soll das? Das bringt alles. Wie soll ich denn in das kleine Raumschiff reinpassen? Kokolores, da hätte ich auch Bock drauf. Tobias Brenner aus Tübingen. Ich würde gerne eine Dramedy-Serie zu Terry Gilliams 12 Monkeys mit dem Titel The Hamster Factor sehen, basierend auf dem gleichnamigen Making-of, das eines der besten Making-ofs ist aller Zeiten. Ja. Besetzungsvorschlag: Mark Wahlberg als Terry Gilliam, Will Poulter als Brad Pitt, Evangeline Lilly als Madeleine Stowe oder wahlweise Colin Farrell oder Jim Parsons als Bruce Willis. Wie gesagt, es gibt dieses Making-of und Gilliams Filme, da ist die Entstehungsgeschichte ja... Sind immer wahnsinnig interessant. Ja. Es gibt ja auch diese Dokumentation übrigens von den gleichen Filmemachern, die auch den Hamster Factor gemacht haben, als Spielfilm Lost in La Mancha. Mhm. Wie alles den Bach runtergehen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt natürlich The Battle of Brazil. Da geht es aber auch um die Distribution des Films von Brazil. Ja. Die Kontroverse mit Seth Scheinberg damals, Universal. Und es gibt den Film Die Abenteuer des Baron von Münchhausen. Und da ist auch so viel schief gegangen, dass das Ganze in ein Buch gegangen ist. Das darf ich auch mal kurz hochhalten. Ja. Losing the Light, also wir verlieren das Licht. Das ist ein Begriff von den Dreharbeiten. Das Licht ist weg, also Losing the Light. Das ist mit Tageslichtdrehs. Genau, Tageslichtdrehs. Und da geht es darum, dass Gilliam Münchhausen halt in Cinecittà gedreht hat, mit einem italienischen Team, das kein Englisch konnte. Der Produzent Thomas Schüli, übrigens ein Bochumer, hat also quasi das Blau vom Himmel ihm versprochen. Und das ist auch wirklich ein ganz tragischer Dreh gewesen. Aber was am Ende dabei rausgekommen ist, es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme von Gilliam. Ich mag den sehr. Ja. Den habe ich auf dem Zettel. Der ist wirklich, also da kann man wirklich nur sagen, Terry Gilliam ist da auch. Sind immer interessante Filme. Ja. Also immer. Ja. Dann haben wir hier noch, das kann ich auch noch mal torsten, das ist auch ein etwas längerer Text, aber das kriegt er auch noch mal hin. Steffi Lassner aus Wismar. Natürlich, woher sonst, wenn es um Nosferatu geht, muss sie aus Wismar sein. Deckel auf Sarg. In Wismar legte nämlich die Demeter an. Ja. Ja. Brachte damit den Kartoffelstandard nach Deutschland. Genau. Nosferatu. Da gibt es so viel, was es zu erzählen gäbe über die beiden Macher. Klage von Bram Stokers Witwe, durch die der Film eigentlich 1925 vernichtet werden sollte. Verbindung von Albin Grau zu Aleister Crowley, dem alten Satanisten. Dem Dienst an der Front im Ersten Weltkrieg USW. Ich kann mir gut vorstellen, wie es optisch aussieht, die 1920er, der Kontrast von Kriegszerstörungen und Film, Kino, Welt mit all seinem Glamour, viele Möglichkeiten, sich bei Kostüm und Farbe auszutoben, völlig richtig.
Ich denke, da hängt ganz viel Geschichte dran, mit der man eine Serie füllen kann. Es gibt so viele Querverbindungen, den Ursprung, ein Bauer, der davon berichtet, seine Frau wurde von einem Vampir getötet, viel Aberglaube und später den realen Okkultismus, den auch Grau verfallen ist oder war. Da gibt es Schriften, die er verfasst hat, alles sehr krass. Ich habe mal gegoogelt, ob es da schon mal eine ähnliche Idee gab. Es gibt wohl einen Film zum Hintergrund Shadow of the Vampire, ja, das ist wohl wahr, den habe ich gesehen. Ja, ja. Das ist mit Willem Dafoe, mit Willem Dafoe als Max Schreck eben. Ja. Da ist es allerdings keine, das beschreibt nicht wirklich die Dreharbeiten, da geht man damals davon aus, dass es wirklich ein Vampir ist. Ja. Max Schreck ist halt der Vampir und deswegen hat man einfach mega Scherereien mit ihm während des Drehs. Mal gucken, das ist wirklich schön. Eine Serie gibt es noch nicht, aber hat schon mal jemand angefangen, sich mit dem Hintergrund zu beschäftigen? Klingt zumindest so in der Filmbeschreibung. Liebe Grüße aus Wismar. In dem Kontext ja dasselbe, genau. Und ja, ich lebe hier gerne in Nosferatus Schatten, der immer noch präsent ist. Mit Ratten? Schön. Die Kulissen stehen zum Großteil noch. Wir nennen das Ort. Es gibt Führungen durch die Stadt bei Dämmerung und Straßentheater mit übergroßen Pappefiguren. Ein Freund von mir macht diese Führung und er schleppt als Nosferatu regelmäßig einen Sarg durch die engen Gassen von Kulisse zu Kulisse. Wunderschön. Ganz toll. Ja, geile Idee. Wismar auf jeden Fall eine Reise wert. Wismar Bescheid, ne? Ja, aber sowas, ne? Ja, so, danke an alle, die geschrieben haben, auch wenn wir nicht alle vorlesen konnten oder wollten. Jetzt kommt's hier, ich habe unsere, der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung über den ordnungsgemäßen Zustand des Zahlungsziehungsgerätes, wie nennt man das? Das ist eine Lostrommel. Eine Lostrommel, genau. Ja. Das ist aus der Bingo. Kleine Muck. Aus dem Bingo-Sets meines Nachbarn, das er mir geliehen hat. Vielen Dank, Justus. Gary dreht einfach mal dran. In welche Richtung? Das ist scheißegal, Gary. Dreh doch einmal mal. Ich halte fest, wir halten fest hier. Ah, guck mal, die Leute, die das nur hören, die hören das jetzt auch. Das ist auch ein toller Satz. Die Leute, die das nur hören, hören das. So, und jetzt reicht's aber auch. Jetzt musst du so rum, da muss eine Kugel rein. So, genau. Langsam, weiter. Da ist eine Kugel drin. Ob, Bums. Da sind schon drei Kugeln drin. Dann nehmen wir die erste. Die erste war aber schon drin, Hennes. Dann tun wir noch alles nochmal. Ja, da müssen wir jetzt nochmal machen. Können wir echt nochmal. Dann machen wir nochmal. Wo kommt das rein? Da auf der anderen Seite ist eine kleine Klappe. Wo ist die Klappe? Oben. Da. Alte Herren und Technik. Da sind wir. So, jetzt machen wir alles nochmal. So. Okay, pass auf. Und jetzt hau rein, Gary. Ich mach das jetzt mal schnell. So. Da ist der erste schon. Ah ja. Da ist er schon. Sag mal die Nummer. Raus. Und die Nummer ist die 68. Wir haben nur 48. Mach nochmal. Oh Gott, das kann ja jetzt lange dauern. Wir haben Zeit. Die 23. Die 23. Ein Glückwunsch an Björn Möllians aus Eschweiler. Tata, Eschweiler bekommt unsere Mystery Box. Jawohl. Wie gesagt, die nächste Mystery Box. Bitte über welchen Gegenstand, über welche Sache, über welches Unternehmen wollt ihr eine Serie sehen? Ja. Gegenstände ist auch stark. Filme. So. Gary hat einen Film gesehen. Echt? Und hat ihn mir empfohlen. Ja. Welchen denn? I Love My Dad. Den kann man sehen auf Amazon Prime. Kostet, glaube ich, im Moment 4,99 €. Also, ich habe 99 Cent bezahlt. Ja, die Nummer ist aber vorbei. Okay. Nur weil du 99 Cent gezahlt aber hast. Aber hast du nicht mal gesagt, immer wenn Filme da für 99 Cent laufen, sind sie eine Woche später für Umme? Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Manchmal sind es nur Aktionsfilme, die sie dann ein bisschen kurbeln wollen. Auf jeden Fall kann man den bei Amazon Prime sehen für 4,99 € und er ist jeden Cent wert. Warum? Ja. Ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist das eine Komödie? Es ist eigentlich ein Horror. Was ist es, Gary? Ja, es ist. Erklär doch mal die Prämisse. Die Prämisse ist schnell erzählt und die ist auch tatsächlich sehr, sehr interessant. Also, das ist ein erwachsener junger Mann, der nichts mehr mit seinem Vater zu tun hat, offensichtlich mentale Probleme hat, hat einen Selbstmord hinter sich, der junge Mann. Ganz genau. Und sein Vater, er hat halt viel Beef mit seinem Vater, weil der von sich Patton Oswalt. Ja. Ganz genau. Und er will eigentlich seinen Vater, weil er meinte, der wäre toxisch und weil er sich nicht um ihn kümmert und so. Und er will den nicht mehr in seinem Leben haben und schließt den auch komplett raus und schmeißt den auch bei Facebook raus. Er ghostet ihn. Ja. So, und jetzt der Mann, Patton Oswalt, der Vater, der will aber unbedingt noch teilhaben am Leben seines Sohnes. Ja. Und der
macht dann einen Fake-Account und gibt sich praktisch als junge Frau aus. Hm. Als dann, Kellnerin, die er trifft. Er kopiert quasi das Facebook-Profil von ihr und nimmt dann Kontakt mit seinem Sohn aus. Mit seinem Sohn aus und der verliebt sich dann in dieses Profil. Und das Ganze muss man eigentlich erstmal gar nicht wissen. Ist es eine Sternstunde der Fremdscham? Ja. 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 Ja, ja, also, das schlägt auch jede Office-Folge, finde ich. Ja, 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 ja. Es ist wirklich, und es ist wirklich eine Gratwanderung zwischen Komödie und wirklich Horrorfilm, muss das ich wirklich Horror, sagen. Ja. Und der Trauma a Go-Go. Also, vor allem hat dieser Film einen wunderschönen deutschen Titel, nämlich Ein Papa zum Knutschen. Wer sich das ausgedacht hat, gehört wirklich geteert und gefedert. Also. Ich hätte echt nicht gedacht, dass so ein Titel nochmal auftaucht. Doch, weil das ist echt so typisch 80er, 90er Jahre. Ja. Echt, unglaublich. Also Patton Oswalt ist fantastisch, ist großartig. Der Regisseur heißt James Morosini. Und er ist auch der Junge in dem Film. Ja. Das ist so unfassbar. Also, wenn sie sich texten, nur mal so als Beispiel, wenn sie sich texten und Patton Oswalt ist im Auto und textet, man kennt das ja, wenn man im Auto ist und textet, ja, dann schreibt man dann auch mal einfach so Gülle oder Polen oder irgendwie sowas. Ja. Und sie spricht das dann aber. Also, die Szenen werden dann so dargestellt, als ob er wirklich mit ihr spricht. Das ist eine der vor allen Dingen, als wenn die neben ihm sitzt. Als wenn sie ihm neben die Schauspielerin, die er sich vorstellt. Claudia Zulewski. Das Mädchen, großartig, was er sich vorstellt, sitzt dann neben ihm im Auto. Verstehst du? Und sagt das, was er schreibt. Und du das siehst aber dann immer im Gegenschnitt, wie der Papa da sitzt und das textet. Ne? Und es ist eine der komischsten Szenen, die ich gesehen habe, in einem Film, der so einem so nahe geht auch. Ja. So. Das ist wirklich, also Gary, nochmal danke. Ja, der ist echt gut. Ich war mir nicht sicher. Absolute Empfehlung. Großartig. Und da hat es natürlich eine Szene drin, wo man echt sagen muss. Also ich glaube wirklich, als ich dann hinterher mitbekommen habe, dass der Regisseur, dass das nicht nur der ist, sondern auch der Hauptdarsteller tatsächlich, dass das sein eigenes, das ist Traumabewältigung. Ja. Das ist Traumaaufarbeitung, und es ist, ganz klar. Und es ist einer dieser Filme, du kannst nicht weggucken. Du kannst nicht zwischendurch was anderes machen. Ja. Wenn du da sitzt und zwischendurch auf dem Handy selber was tippst oder jemandem schreibst, fühlst du dich total erwischt. Ja, weil es eigentlich genau also diese Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, auch parodiert oder genau, satirisiert. Genau, also die Art und Weise, wie so ein Nachrichtenchat... Wie wir miteinander checken eigentlich. Ich muss da so oft dran denken. Wenn so ein Nachrichtenchat, wie das filmisch dargestellt ist, ohne dass es veraltet ist, das kann ja ganz schnell langweilig sein, verstehst du? Aber das ist so elegant gemacht. Aber dann natürlich zur Mitte hin total auf der Spitze. I love my dad. 90 Minuten ungefähr, kein Gramm Fett dran, absolut sehenswert. Nochmal kurz auf Daisy Jones and the Six. Ich hatte ja das Buch gelesen, jetzt ist die Serie raus auf Amazon Prime. Mir gefällt sie sehr gut. Es hat natürlich wieder diese 70er-Jahre-Flair. Sie sieht sehr nach Almost Famous aus. Es wird dir, deswegen wirst du es auch wahrscheinlich. Ja, ich habe die erste Folge gesehen und es hat mir auch gut gefallen. Der Soundtrack ist gut. Sie haben wirklich Songs geschrieben, die auch an die Texte, die auch im Buch drin sind, auch angelehnt sind. Auch teilweise ein bisschen wieder ein Problem mit den Frisuren. Okay. Ich weiß nicht, was das Problem ist mit 70er-Jahren und den Frisuren. Also die Frisur von Olli Elephant. Olli Elephant. Und seinem Freund Paul Auster, der lustigen sprechenden Muschel. Oliver Elephant, Timothy Oliphant. Ja. Oliver Elephant. Scheiße. Das war's. Aber ist trotzdem, mir gefällt sie sehr gut. Ja, okay. Auch da wieder das Buch gerne. Es ist ähnlich wie mit, wann wird es so, wie es endlich. Ja. Wie nie war. Ja, Film, okay. Ersetzt trotzdem nicht das Buch. Was ich sagen wollte, ist das denn eine in sich abgeschlossene Serie? Also wird es da noch eine zweite Season geben? Das Buch ist abgeschlossen. Okay. Das Buch ist in sich abgeschlossen. Habe ich jetzt okay gesagt? Okay. Spoiler Alert. The Last of Us. Die Staffel ist zu Ende? Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Okay. Aber kannst trotzdem spoilern, ist kein Problem. Du hast ja das Spiel gespielt. Naja, du hast das Spiel gespielt. Ja, ja, da tut sich nicht viel. Ja, dann nehme ich doch an, dass sie dann... Sie haben eine echte Giraffe genommen. Sie haben eine echte Giraffe genommen. Ja, sie haben eine echte. Ab jetzt wird gespoilert übrigens. Nur die obere Hälfte. Mit Drähten wurde das tote Tier. Ja, genau. Ja, Ab jetzt spoilern wir. Also wer The Last of Us nicht gesehen hat oder das Spiel nicht gesehen hat. Dem ist auch nicht mehr zu helfen letztendlich. Also eine Serie, die wirklich meine Erwartungen übertroffen hat als Fan. Und das will was heißen, weil ich habe das Spiel wirklich rauf und runter gespielt. Vor allen Dingen runter. Wie kann man ein Spiel rauf und runter? Vor allen Dingen runter. Ich hab's vor allen Dingen ein so lineares Spiel. Rauf und runter. Mit einer Geschichte. Ja. Ich habe es öfters gespielt. Rauf und runter. Ja, einfach so, mal mittendrin. Zäune. Und also wie gesagt, meine Erwartungen wurden übertroffen. Und
Was ich von Anfang an interessant fand, war die vielen Sachen, die ich wiedererkannt habe, aber die vielen Sachen, die da neu dazu kamen, die haben dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine andere Dimension, so ein bisschen einen anderen Geschmack gegeben. Ja. Und das fand ich großartig. Und das war, ich hoffe, dass sie das so beibehalten für die Staffel 2, weil da wird die es ja geben wird. Die auf jeden Fall. Die schon durchgewunken ist. Wir hoffen sehr, dass sie, ich glaube, sie erzählen das Spiel immer noch weiter. Also sie werden immer noch. Naja, sagen wir mal. Es wird ergänzende erzählerische Elemente geben zum ersten Spiel. Man kann das nicht so. Ne? Ja, also weil Craig ich glaube nicht, dass sie Joel in Folge 1 wegknüppeln. Sagen wir mal so, Craig Mazin hat in einem Interview gesagt, dass es das ja wohl, weil zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil vergehen 4 Jahre. Na, und da haben schon alle gesagt, ja, wie soll das denn gehen mit der Bella Ramsey? Das geht ja gar nicht. Ne? Bella Ramsey ist 19, genau wie Ellie in Teil 2. Also die ist schon so weit. Die hat man halt ein bisschen jünger gemacht für den ersten Teil tatsächlich. Und ich meine, ich hätte sogar gelesen, dass sie teilweise auch so bewusst Kameratricks benutzt hätten, damit sie halt kleiner noch zierlicher wird. Lieber Herr der Ringe. So ähnlich. Forced Perspective. Das ist im Wald besonders klein wird. Forced Gump Perspective. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man aus dem zweiten Spiel locker 2 Staffeln kriegt. Ich glaube, wir sind mit dem ersten Spiel noch nicht fertig. Ich wollte gerade fragen, war das jetzt das erste Spiel? Das war das Ende. Das Ende von der letzten Folge ist das Ende von dem Spiel. 1:1, Thorsten. 1:1, aber ich glaube, dass das erste Spiel, das sie uns Thorsten erzählen, hat übrigens den Raum gerade verlassen. Ja. Kannst du bitte ans Mikro gehen? Ich habe ihn verspannt. Okay, Thorsten, muss ich erstmal entspannen. Es ist, und da ist er wieder. Ich glaube, dass sie Erzählelemente aus Spiel 1, so wie wir das an Folge bei der legendären Folge 3 hatten, dieser Staffel. Ja. Mit dem schwulen Pärchen, das ganz wundervoll war. Dass sie es weiter auferzählen werden, um uns eine tiefere Welt zu geben. Bis sie allmählich anfangen, an Pedro Pascal mit dem Knüppel dran zu gehen, wenn sie es überhaupt machen, was ich nicht machen würde. Das war bei dem Spiel, das jetzt Jahre später erschien, vielleicht konsequent und folgerichtig. Der zweite Teil. Es erschien ja Jahre später, aber ich erwarte für nächstes Jahr schon irgendwann im Januar. Und die haben schon angefangen zu drehen. Eine zweite Staffel. Ich glaube, 25 wurde jetzt gesagt. Ich sage. Also ich bin mir ziemlich sicher, sie können aus dem zweiten Teil können sie locker 2 Staffeln rauskriegen. Ich glaube, wir setzen nicht beim zweiten Teil an, sondern haben eine Nacherzählung des ersten Spiels. Pass auf. Also ich, aber es gibt natürlich eine Figur im zweiten Teil, die Figur der Abby. Die man die Figur der Ellie entgegenstellen muss. Und da hatte ich, als ich The Whale gesehen habe, den ich, habe ich gesagt, dass ich den großartig fand? Ja genau. Habe ich schon gesagt, dass ich darüber irgendwelche Bodyshaming-Witze gemacht habe am Anfang des Podcasts, wofür ich mich vielfach entschuldigen möchte. Aber das darfst du. Ruhig. Aber da spielt ja die Sadie. Ich bin ja selbst betroffen oder was? Ich wollte es einfach mal stehen lassen, aber wenn du drauf gehst, dann bitte. In The Whale spielt ja Sadie Sink, die spielt die Tochter von dem Charakter von Brendan Fraser. Und die spielt das mit so einer Wut und mit so einem Brass. Also wirklich, ich hatte während des Films, ich hatte ein paar Mal echt damit gerechnet, die sticht denn jetzt ab. Sag nochmal, wer Sadie Sink ist. Sadie Sink, bekannt geworden aus Stranger Things. Ja. Dieses rothaarige Mädchen, die jetzt, ich weiß nicht, in welcher Staffel dazu kam, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Glaube ich in der dritten. Ja, kann sein. Und auf jeden Fall, die würde ich mir als Abby vorstellen. Einfach so von der puren Wut her. Mhm. Weil spielt das eine große Rolle. Und sie Rolle. Und Bella Ramsey zusammen wäre natürlich auch. Das wäre echt, und vor allen Dingen, die sind in einem Alter. Ja. Aber ich habe dann wollte das dann so großmundig, wollte ich das mal auch so auf Twitter verteilen. Und dann habe ich aber einen Tweet gesehen von jemandem, bitte castet Shannon Barry. Und Shannon Barry, eine mir unbekannte Schauspielerin, die aber tatsächlich der Figur der Abby, wie sie im zweiten Teil aussah, von der Statur, weil es ist eine kräftige junge Frau, also wirklich. Die ist gut durchtrainiert. Die ist gut durchtrainiert. Wir erinnern uns alle an die Bums-Szene in dem Spiel mittendrin, wo ich auch dachte, wir sind im Spoilerbereich. Wir sind im Spoilerbereich. Es gibt eine Bums-Szene
nach 90 Stunden Spielen, je nachdem wie talentiert man ist, in Teil 2 von The Last of Us. Ja, ja, genau. So, viel und, Spaß beim darauf hinarbeiten, bis dahin hast du noch einen Schäferhund niedergeknüppelt. Das ist eine ganz andere Baustelle. Shannon Barry wäre tatsächlich, also vom Aussehen her, wäre sie die bessere Wahl, aber ich bin echt gespannt, wohin das gehen wird, weil Man castet nicht nach Aussehen, sondern nach Talent. Das stimmt. Das ist eben der Punkt. Und deswegen hoffe ich, dass man sich Sadie Think wenigstens mal anguckt und ich weiß gar nicht, ob man sie mit einem TH ausspricht. Think. Nein, Sink. Wie wird's denn? Sink. Sink. Ja, wird's Sink. Ja. Also ihr seid mehr als zufrieden als Kenner und Spieler. Absolut. Als jemand, der das Spiel rauf und runter spielt. Aber jetzt wird's interessant, weil der zweite Teil, der ist heute noch kontrovers. Kontrovers? Wieso ist der kontrovers? Der ist nicht kontrovers, der hat ein paar Hardliner-Spielern nicht gefallen. Weil der Hardliner-Spieler ist ein leicht fleischiger Mid-20er mit zu viel Tagesfreizeit gegebenenfalls. Der alle 20 Minuten möchte eine Schusswaffe nachladen und irgendwas zusammenkleben und dann muss ein Untoter kommen. Wenn du dann feststellst, dass es Szenen gibt, dass Menschen auch mal lesbisch sind. Dass Helden auch mal sterben. Nee, was denn noch? Ist die Narrative im zweiten Teil? Die Narrative ist im zweiten Teil. Also wir sind jetzt hier wirklich tief spoilern. Pass auf. Es geht so. Joel stirbt im zweiten Teil ziemlich am Anfang. Ja. Warum? Mhm. Weil die Tochter des Arztes, den Joel getötet hat. In der letzten Folge. Die hat natürlich... will die auf Rache aus. Die hatten Hals. Ganz genau. So. Und Ellie geht dann auf einen Rachefeldzug. Und das Ganze spielt in Seattle. Okay. Und es ist ein großartiges Spiel. Und es geht da ganz viel um Hass. Und die letzte Szene... unreflektierte Gewalt. Na, ja, klar. Die letzte Szene auf der Veranda... Die schafft mich jedes Mal aufs. Also das ist ein Videospiel, was mich wirklich so emotional mitnimmt, dass ich wirklich da sitze und heule. Und pass auf, und dann macht das Spiel eines. Du mittendrin wirst du praktisch als Spieler gezwungen, die Perspektive zu wechseln. Du spielst dann die Abby. Tochter des Arztes. Oh mein Gott, ist das genial. Das ist so genial und ich weiß bis heute nicht. Überleg mal, wie lange wir auf den zweiten Teil gewartet haben. Wie viele Jahre das gedauert hat. Das war der Punkt, wo die Leute alle gesagt haben, ich will nicht die Nicht spielen. Nur, aber nicht nur, ja. Das war die große Kontroverse. So, jetzt habe ich zwei Fragen an euch. Was sagt ihr dazu, dass es zu, viele haben ja moniert, dass zu wenig Klicker dabei sind, zu sehen sind. Was ich jetzt nicht schlimm fand, weil ich fand, der eigentliche Horror kam von den Menschen. Ganz genau. Was sie gemacht haben, ist, sie haben den Walking Dead-Fehler vermieden. Das wäre meine zweite Frage. Denn das ist genau das. Walking Dead macht immer so, wenn du feststellst, jetzt ist gerade nichts. Ne, ist schon wieder, Erdnussbutter ist verschwunden, wir müssen ins Nachbargebäude fragen, wer ihn hat, weil wir müssen unser Misstrauen aussprechen. Ja. Wenn keine Erdnussbutter da ist, dann brauchst du halt irgendwelche Walker. Dann müssen die kommen. So. Und das ist zwar sparsam eingesetzt worden, aber ich möchte, es geht hauptsächlich um die Beziehung zwischen Ellie und Joel. So, ja, wie sich die entwickelt. Und die entwickelt sich halbwegs glaubwürdig, finde ich. Ja, absolut. Und ich möchte trotzdem den großen Pilzklicker sehen, diesen Hosenkack-Ding, der aus dem Boden kommt. Den Bloater. Ja, das war alles der Bloater, genau. Den haben wir einmal gesehen kurz. Ja, ja. Den haben wir auch lang gesehen. Der reißt ja einem den Korb ab und einen den Arm. Das ist ganz sauer. Ja, aber alles so schön im Hintergrund. Was er ja so macht, so im Spiel auch. Ich weiß nicht, wie oft mir der Rachen aufgerissen wurde als Spieler jetzt. Also das, im Spiel. Du hast aber auch so einen Hals, Gary. Ja. Im Spiel, im Spiel sind die Infizierten, weil es sind ja keine Zombies, sind die Infizierten ja eigentlich nur Hindernisse. Ne, du musst dem Spieler ja irgendwas zum Spielen geben. Das heißt nur Hindernisse. Aber manchmal steckst du auch echt in der Scheiße. Also. Ja, natürlich. Und das macht ja das Spiel auch dann so toll und das macht es so interessant und auch so spannend. Wie gesagt, also ich werde nie vergessen, wie ich bei einer Szene so intensiv gespielt habe und mit einmal kommt meine Frau Gundula, kommt von hinten und macht Buh!
Und ich schwöre euch, ich habe den Controller wirklich Richtung Fernseher geschmissen. Also ist mir nie passiert. War das der Abend, wo du mich anriefst, ob ich einen guten Scheidungsanwalt kenne? Ja, genau. Das genau. war das. Das war also er macht, Last of Us macht nicht den Fehler, den The Walking Dead macht, weil es natürlich auch eine in sich geschlossene Geschichte ist, die auserzählt ist und die auch einen Plot hat. Ja. Und vielleicht war das auch das Problem von The Walking Dead, dass man immer wieder gesagt hat, okay, wir brauchen noch eine Staffel. Und man hat sich das irgendwann mal wirklich aus den Fingern gesogen. Ja, der Thorsten hat das ja schon mal ganz gut erklärt. Irgendwie, das geht immer von Staffel, jetzt brauchen wir wieder einen neuen Zufluchtsort, dann gibt es den neuen Antagonisten. Und ja, vor allen Dingen sind die Menschen, die Bedrohung, also so, wie die jetzt den Menschen als Bedrohung aufgebaut haben, der kam in The Last of Us eher unvermittelt. Und manchmal hast du Menschen als Bedrohung empfunden, die keine waren, sondern nur ein Liebespaar. Ja. Ja. Während das in den Staffeln von The Walking Dead immer ist, dass du sagst, okay, was ist das Problem? Wir hatten Mörder-Cliffhanger am Ende, jetzt lösen wir den auf. Dann ruhen wir uns eine Stunde aus und dann kommen wieder menschliche, also der Zirkus ist in der Stadt. Ja. Wieder irgendwelche Spagulos, entweder haben die Masken auf oder sie, ne, weil sie denken, sie wären untot oder sie tragen Rüstung oder es ist Negan selbst mit seiner Bagage. So, das ist immer so Revue-artig. Ja. Und dann ist so ein bisschen so klares Setting. Und ja, der Dreh- und Angelpunkt war immer noch die Szene mit dem schwulen Pärchen. Die einfach, wo du gesagt hast, nee, da gibt es keine Bedrohung. Nicht jeder ist ein Arschloch. Ja, ja, es gibt auch Hoffnung in der Welt. So. Und das war ganz stark. Genau. Das war stark und dann hat die ganze Serie extrem aufgewertet. Wird diese Serie für die Welt der Videospiele, wird sie verändern noch? Wird es mehr solcher Videospiele geben? Es wird mehr solcher Videospiele geben, aber es wird nicht mehr solcher Studios geben wie HBO, die sagen, ich kann dir jetzt nicht für jedes scheiß Videogame so viel Geld geben. Ja, ja, ja. Was ja viele auch schon ansprechen, ist God of War. Da gibt es ja auch wohl eine, ich habe es selber nicht gespielt, aber eine The Witcher, wir hatten alles mögliche. Ja, aber du guck mal, jetzt hast du Dungeons and Dragons, der kommt jetzt diese Woche ins Kino. Ja. Mit Chris Pine als entweder und Hugh Grant und Drache oder Kerker. Das sieht ja lustig aus. Das sieht lustig aus und ich glaube auch, es gab ja schon mal einen Dungeons and Dragons Film, ich glaube, dass es einfach nur ein Spaß ist. Ja, ja. Aber ich glaube, dass diese Art und Weise, man erzählt eine Geschichte und das war, wir erinnern uns vielleicht mal an Resident Evil auch, wo man gesagt hat, okay, das ist ein Spiel, das gab es vorher so noch nicht. Nee, das war ja wirklich eine Sensation. Da haben wir uns getroffen, um zu gucken, wie andere Leute Videospiele spielen. Und da müssen wir ja nur mal an die Verfilmungen denken und mit Grauen, also nicht mit positiven Grauen, sondern aber dass Videospiele so jetzt, dass Videospielerfinder hingehen und sagen, okay, die Geschichte ist das Wichtige. Dass das ist das Rückgrat. Rückgrat. Und die Geschichte ist einfach per se gut. Und darauf, deswegen konnten die sich auch erlauben, diese ganzen Elemente, dass du nicht um jede Ecke irgendwie mit so einem Infizierten zu tun hast, was in einem Spiel toll ist. Ja, da so durch die Gegend zu schleichen und immer wenn die dich plötzlich hören, so. Weißt du, weißt du, das ist natürlich der Thrill von einem Videospiel. Mhm. Aber in der Fernsehserie brauchst du das nicht. Mhm. Das brauchst du einfach nicht. Es ist eine andere Art zu konsumieren einfach. Ja. Du brauchst es zwingend im Spiel und hier haben sie uns dafür menschliche Komponenten gegeben. Ja, ja, genau. Wir betrachten das Elend, in das Leute rutschen, wie diese Kannibalismusgeschichte und so weiter. Ja, ausufernd oder wie gesagt noch immer das schwule Pärchen oder Fireflies. Mhm. Genau. Genau. Also alles richtig gemacht. Absolut. Ja, und vor allen Dingen ganz wichtig, den Neil Druckmann, also der das Originaldrehbuch geschrieben hat, für beide Teile, den mit ins Boot zu holen und zu sagen, so, jetzt machen wir mal gemeinsam was Neues. Und das war die genialste Entscheidung, die sie machen können. Weil daran krankt nämlich immer diese ganzen Verfilmungen, dass man das Source-Material... Ich möchte jetzt Better Call Saul mal als Videospiel. Oh. Schisse? Das wäre... So im Stil von Kann ich Gurkenwasser haben? Nein, sie wohnen hier nicht. So, das ist einfach, du musst über diese Gurkenwasserbarriere und dann kannst du dich langsam zum Polos Erde machen. Aber nur als Click and Play. Ja, auch gar nicht so gut in der Grafik. Auf Diskette. Ja, also mehr so Mittel. Okay, also... wir sind alle happy darüber. Also ich als nicht Ja, ich meine, das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Wie hast du denn jetzt großartig. Ja. Also es ist natürlich extremst unangenehm alles. Aber natürlich auch als schon. Ist immer so, als Sittengemälde dessen, was passieren kann, wenn es zu einer solchen Sache kommt. Und ich kann nicht immer nur zitieren, Gary, wenn die letzten 3 Jahre Corona-Pandemie, wenn das der Testdurchlauf war für eine Zombie-Apokalypse,
dann haben wir echt ein Problem in dieser Welt. Und das wird thematisiert und dass es eben Facetten gibt des Zusammenlebens. Wie gehen wir Menschen miteinander um, wenn es zu sowas kommt? Es hat mich auch sehr, sehr oft an The Leftovers erinnert. Ja. Ich bin hin und weg von der Serie. Also ja, ich hab jetzt wirklich auch eigentlich Bock, das Spiel zu spielen. Es ist nicht deins. Aber vielleicht Last of Us und Mario Kart zusammen. Vielleicht parallel. Vielleicht kommen wir da hin. Kommen wir da irgendwie hin. Vielen Dank, wie immer, und Gruß an unsere Patrons und Patronetten, die uns unterstützen. Und alle da draußen, die uns liken, teilen und so weiter. Wir werden beim nächsten Mal bestimmt über vieles reden. Wir werden beim nächsten Mal vielleicht über Mandalorian reden, Ted Lasso, wenn die Staffel vorbei ist. Wir reden wahrscheinlich über Ghosted auf Apple Plus, Chris Evans, Ana de Armas. Silo ist eine neue Serie mit Rebecca Ferguson. Sieht auch sehr interessant aus. Citadel läuft auf Prime demnächst mit Richard Madden. Ja, und Mrs. Davis, da werden wir bestimmt. Und Mrs. Davis und da gibt es also einiges zu gucken, und wie gesagt, was The Flash angeht, wir bleiben dran. Ja. Wie gesagt, bis zum 10. April schickt uns bitte die Einsendung für die Mystery Box. Genau. Und in dem Sinne... In dem Sinne oder in diesem Sinne? In diesem Entscheide Sinne. Dich. In diesem Sinne. Scheinen. Alles Gute, auch beruflich. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch... Das Video, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner. Kann man? Da unten. Da. Oh, da? Da, genau. Da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht. Dann, ja, genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen. Dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.